Guten Tag, herzlich willkommen zum ersten InTouch Insight. Mein Name ist Wolfgang Höfers, ich bin Geschäftsführer der InTouch Healthcare Consulting hier aus Berlin. Und ich freue mich total, dass es uns gelungen ist, heute hier das erste Mal den InTouch Insight Talk zu veranstalten. Wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar die erste Homeoffice Talkshow im Healthcare-Bereich in Deutschland überhaupt. Ich freue mich sehr, dass das gelungen ist. Zu mir selbst würde ich gar nicht viel sagen, vielleicht nur so viel, dass ich aus einer Zeit komme, in der es hieß, Mama, ich bin im Fernsehen, meine Kinder würden jetzt sagen, Papa, du bist auf YouTube oder Papa, du wirst gestreamt. Das ist jetzt alles live und in Farbe hier. Wir haben jede Menge Teilnehmer. Ich bin super happy, super glücklich und freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Für diejenigen, die uns nicht kennen, ganz kurz ein paar Worte zu InTouch und zur Good Healthcare Group. Unsere Expertise ist Omnichannel Sales Strategie, Umsetzung, Konzeption, inklusive der Menschen, die als Multichannel Manager dann diese Programme auch umsetzen und mit Ärzten, Kliniken, MFAs, Patienten etc. Kommunizieren. Ach, da habe ich es noch vergessen. Sehen Sie, du ist das mit einer gewissen Grundnervosität. Entschuldigen Sie bitte da draußen. Wir haben natürlich auch, konzipieren wir innovative Patienten-Support-Programme. Ja, das alles hat den Anspruch, dass wir uns deutlich auch positionieren, um die Zukunft des Pharmavertriebes mitzugestalten und die Zukunft der Patientenbetreuung. Und das alles hier in Berlin. Und damit soll es mit dem Werbeblock das auch schon gewesen sein. Ich möchte ganz kurz aber darauf eingehen, wie wir jetzt überhaupt zu der Idee kamen, eine Healthcare-Talkshow zu machen, eine Homeoffice-Talkshow. Das kommt daher, dass ich vor ungefähr 10 Tagen mit einem Kunden einen so intensiven Dialog hatte, dass ich gedacht habe, die Firmen da draußen treibt im Moment alles wieder selber um. Der Außendienst ist zu Hause. Und wie leicht können wir daraus einen Experten-Talk machen? Das ist uns jetzt heute gelungen und lassen Sie mich, bevor ich die Experten dazu hole und dazu noch ein paar Worte sage, kurz sagen, Sie befinden sich rechts, sehen Sie eine Chatfunktion, in der Sie jederzeit Fragen einstellen können. Nutzen Sie das, die Experten sind für Sie da und nicht für mich. Ich bin nur derjenige, der dafür sorgt, dass das Ganze moderiert wird und vernünftig im vernünftigen Rahmen bleibt. Unser Zeitrahmen sind 60 bis 90 Minuten, das ist Ihre Show da draußen. Nutzen Sie das, fragen Sie uns alles, was Sie fragen möchten und ich würde dann versuchen, mit den Experten das jeweils zuzuteilen. Ja, also ich habe es für mich mal so formuliert, Zugangsbeschränkung durch Ausgangsbeschränkung. Also das Thema Zugangsbeschränkung treibt uns ja alle schon lange um in den Arztpraxen da draußen. Aber dass wir eine Zugangsbeschränkung durch Ausgangsbeschränkung bekommen, hätte sicherlich niemand gedacht. Und jetzt sitzt unser Außendienst im Homeoffice, muss mit Kanälen umgehen, die er vielleicht früher schon als Wettbewerb betrachtet hat oder auch als Wettbewerb betrachtet hat. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich jetzt sehr auf meine Experten aus dem Bereichen Recht, aus dem Bereichen Content, aus dem Bereichen Pharma und so weiter und so fort. Und begrüße herzlich Thorsten Mintel von Pfizer Pharma, Dr. Martin Schirmbacher von den Hertigen Rechtsanwälten, Tom Renneberg von Esanum und den Dr. Fritz Ehrert von Ifor Pharma. Herzlich willkommen. Wo sind Sie? Keiner da. Doch, da kommt der Herr Ehrert. Der Tom, der Herr Windler und der Herr Schirmbacher. Herzlich willkommen, die Herren. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Hallo, vielen Dank. Ja, ich hoffe, man kann uns gut hören und sehen. Ich würde gerne gleich direkt an Herrn Mintel abgeben. Herr Mintel, Pfizer, großes Unternehmen. Wir beide kennen uns gefühlt, keine Ahnung, 10 Jahre mindestens, 10 Jahre plus vielleicht sogar. Ich weiß es nicht genau. Ja. Sie haben immer eine sehr eigene Strategie bei Pfizer verfolgt, was das Thema zusätzliche alternative Kanäle angeht. Wie ist die Situation jetzt für Sie? Was wollen Sie uns mitgeben? Naja, die Situation ist natürlich jetzt für alle nicht einfach. Der Titel Harte Zeiten für den Außendienst, der spricht das, glaube ich, sehr gut an. Um es mal vielleicht ein bisschen scherzhaft zu sagen, der Außendienst ist jetzt nicht in seinem natürlichen Lebensraum zurzeit. Aber wenn ich meine Homeoffice-Erfahrung mal so jetzt die letzten 6 Wochen nehmen kann, ich weiß gar nicht, ob das so ein natürlicher Lebensraum überhaupt für jemanden so ist. Also insofern fehlt mir schon ab und zu meine lieben Kollegen an der Stelle. Aber ich glaube, es ist natürlich eine neue Erfahrung vor allem an der Stelle für den Außendienst. Und es ist eine Belastung auf jeden Fall. Denn neben der Zugangsbelastung, was Sie erzählt haben, ist natürlich auch so, dass die Belastung im Homeoffice noch dazukommt. Also insofern vielleicht auch keine, wie soll man sagen, repräsentative Situation zurzeit. Das wissen wir alle. Ich glaube aber, für den Außendienst ist diese Zeit auch schon ungewohnt, weil
Jetzt sind sie plötzlich mit Techniken konfrontiert, die man noch nicht kennt. Dass die Kernkompetenz der persönlichen Kontakte fehlt. Und Erfolgskonzepte stehen natürlich auf dem Prüfstand, was Einladung, Veranstaltungen angeht und so weiter. Also ich glaube, das ist schon eine anspruchsvolle Zeit an der Stelle. Und digitale Dinge zu tun, das ist einerseits die Frage der Skills, sind die vorhanden, aber auch das Mindset, will ich das und will ich sozusagen die Tür zur Arztpraxis auch öffnen, wenn ich am Telefon oder nur per E-Mail komme. Interessant ist, wir haben in den letzten vielen Jahren ja wahrscheinlich alle versucht, über Change Management auch diese Kanäle für den Außendienst zu öffnen, erfahrbar zu machen und die Wertigkeit dieser Kanäle darzustellen. Und innerhalb von wenigen Wochen wird das jetzt reingepresst von außen durch die Situation. Und es ist eine spannende Erfahrung, wie kommen wir insgesamt als Firmen damit klar und wie kommt der Einzelne damit klar und welche Unterstützung braucht der Einzelne. Also insofern ein spannendes Thema, das mit Sicherheit jetzt nicht nach 6 Wochen Homeoffice abgeschlossen ist. Und wird auch interessant zu diskutieren, was passiert, wenn sich die Lockerungen nach und nach auch auf den Healthcare-Bereich dann auswirken und wie wird das sein. Also viel Glaskugel lesen vielleicht noch, aber spannende Diskussion bestimmt. Ja, vielen Dank für diese ersten Worte, Herr Mintel. Ich würde dann direkt weitergeben an Dr. Martin Schirmbacher. Ich kriege aber hier gerade den Hinweis von meiner Regie. Auch das hat eben ist die neue Qualität der Live-Show, dass man sozusagen auch so ein bisschen geleitet wird, dass man nichts vergisst. Wir haben eine Slido vorbereitet, in der Sie bitte als Zuschauer da draußen 2 Fragen beantworten. Die können wir vielleicht mal kurz einblenden, während ich dann den Dr. Martin Schirmbacher begrüße. Und zwar bei der Slido geht es darum, wie lange sind Ihre Außendienstmitarbeiter bereits im Homeoffice? Vielleicht können Sie es kurz anklicken. Oh weia, mehr als 6 Wochen sehe ich da gleich. Das ist praktisch sozusagen von Anfang an. Und die 2. Frage dazu, achso, das wird noch beantwortet. Jetzt muss ich mal eben meine Regie angucken. Mehr auf 1,50 Meter Abstand, hoffe ich, dass man mich versteht. Und gut, läuft. Gut, aber dann nehme ich jetzt den Herr Dr. Martin Schirmbacher dazu, während Sie bitte die 2 Fragen beantworten. Hallo Herr Dr. Schirmbacher, wir beide haben uns kennengelernt über DSGVO-Workshops, gestritten würde ich nicht sagen, aber doch unterschiedlichen Ansprüchen her diskutiert haben. Wie erleben Sie die Zeit jetzt, wo jeder versucht, den richtigen Kanal zu treffen und eine Ausgangsbeschränkung über allen liegt? Genau, DSGVO-Workshops mit unterschiedlicher Begeisterung am Thema. Genau, ja, also wie erlebe ich das? Also wie alle Unternehmen ist auch unser Unternehmen, unsere Kanzlei von der Corona-Krise betroffen. Ich sitze mit 2 Kindern im Homeoffice und warte gespannt, ob ich hier jetzt noch eins präsentieren kann, weil es in mein Arbeitszimmer reinkommt oder ob das andere Kind mir die Bandbreite klaut, weil er selber eine Videokonferenz hat. Als ich letztens meine 4-Jährige vermisst habe und nach ihr gerufen habe, meinte sie dann irgendwie aus sicherem Versteck, sie sei auf stumm geschaltet. Da war dann das späteste Zeichen dafür, dass man zu viele Telefonkonferenzen und Videocalls von zu Hause macht. Ansonsten in der Kanzlei sehen wir natürlich auch Auswirkungen. Wir sind sehr spezialisiert. Wir machen Medien und Technologie, viel Datenschutz. Ich selbst habe mich so ein bisschen spezialisiert auf das Recht im Marketing, im Vertrieb und vor allem im Online-Marketing, sodass wir also viele IT-Themen, IT-Projekte haben. Und da sieht man natürlich schon, dass jetzt geplante Projekte verkleinert werden, zurückgestellt werden, weil die Leute eben nicht mehr so ganz dem Braten trauen wollen und jetzt erstmal gucken, wo man vielleicht erstmal vorsichtig ist. Anders ist es ein bisschen mit dem Thema, was wir hier heute haben. Also wenn man es noch ein bisschen weiterzieht und auf die CRM-Systeme schaut, die vielleicht hinter einem Vertriebssystem liegen. Ich habe in den letzten 6 Wochen mehr Anfragen zur Digitalisierung von CRM-Systemen gehabt als in den Jahr davor, würde ich mal fast sagen, weil natürlich viele jetzt auch auf digitales Lead-Management umsteigen, versuchen ein bisschen zu schauen. Und da ist dann natürlich Datenschutzexpertise gefragt. Welche Daten dürfen wir denn überhaupt nutzen? Welche Daten dürfen wir zu Werbezwecken verwenden? Wie lange dürfen wir speichern? Auch gern genommen, wie hoch ist das Bußgeld, wenn wir doch irgendwie alles anders machen? Alles Fragen, die jetzt nicht so ganz einfach und pauschal zu beantworten sind. Und dann geht es natürlich neben dem Datenschutz immer auch um das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Auch hier kommt also die schlechte Laune, für die ich ja immer gerne verantwortlich bin, damals zu DSGVO, Anlaufzeit wie jetzt. Aber jeder Vertriebler sollte sicherlich schon mal von § 7 UWG gehört haben, wo halt geregelt ist, für welchen Ansprachekanal man welche
Einwilligung benötigt. Vielleicht die schlechte Nachricht vorweg, das Gesetz verlangt auch im B2B-Marketing, um das es ja jetzt hier vor allem geht, jedenfalls einmal grundsätzlich ein Opt-in fürs Telefonmarketing und auch für die E-Mail-Werbung. Naja, was das alles genau bedeutet, werden wir sicherlich im Einzelnen nachher nochmal diskutieren und die speziellen Fragen klären. Vielleicht vorausgeschickt schon mal, dass es eben schon einer vernünftigen Risikoanalyse bedarf, wenn man, sagen wir mal, kreativ mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen möchte. Da werden wir sicherlich nachher nochmal gucken, wo da so die Spielräume sind. Das ist ja schön, dass Sie am Anfang gesagt haben, es könnte auch sein, dass Ihre Kinder Ihre Videokonferenzen mitgestalten, sozusagen. Sieht man ja schon, dass da eine gewisse Kreativität allein durch die Umstände gegeben ist. Muss ja. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schirmbacher. Kommen wir dann zu Tom Renneberg, den ich auch herzlich in dieser Runde begrüße. Tom, ja, wir wünschen uns für diejenigen. Hallo, Tom. Ja, schön, dass du dabei bist. Was soll ich sagen? Du weißt am besten, was Ärzte wollen, oder? Ich habe gehört, du hast neulich eine Veranstaltung gemacht mit 4.000 plus Ärzten an einem Tag. 4.500, um genau zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, wir hatten es noch nie so einfach, so viele Ärzte auf einen Schlag online für irgendwas zu gewinnen. Also ich muss sagen, bis jetzt macht mir das alles Riesenspaß. Solange jetzt nicht unsere Wirtschaft zusammenbricht oder man krank wird oder einer der Liebsten krank wird, ist es eigentlich bis jetzt eine super Sache. Wir waren schon immer im Internet zu Hause und freuen uns also über den vielen Zuwachs im Internet. Viel mehr Traffic, viel mehr Zeit wird dort verbracht und da sind die digitalen Portale definitiv bis jetzt auf der Gewinnerseite. Wir haben uns ja vor 2 Jahren auch in die analoge Welt vorgetraut, haben auch Veranstaltungen gemacht. Das ist natürlich eine Herausforderung, wobei das schon immer bei uns kombiniert war mit dem Digitalen. Insofern ist das jetzt einfach nur eine Umschiftung. Soll ich noch ein bisschen was erzählen, was ja, bei uns so läuft? Ich habe, plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, mein Lieber. Wir haben ja neulich Abend auch mal telefoniert. Da hast du gesagt, also dass die Nachfrage auch unheimlich gestiegen ist nach digitalen Lösungen bei euch im Haus, wo ihr euch früher sozusagen stramm akquirieren musstet, habt ihr heute sozusagen fast ein bisschen Door-Opener. Ich möchte jetzt ungern das so darstellen, als wäre ein Arztportal ein Corona-Gewinner. Aber es ist auf jeden Fall, zeigt es jetzt ja, welche Qualitäten es entfalten kann, oder? Ja, absolut. Und wir haben uns allerdings auch ein bisschen anpassen müssen. Also viele der Produkte sind auf ein langfristiges Engagement ausgelegt und haben da eben jetzt gesagt, wir machen auch beispielsweise ein Infocenter für einen Monat einfach zum Testen, weil viele sind gerade da und wollen kommunizieren, wissen nicht wie, wollen aber jetzt nicht gleich, wissen auch noch nicht, wie lange das alles dauert und wollen jetzt nicht gleich Jahresverträge machen. Deswegen, wir probieren es einfach aus. Ja. Schön. Ja, wir kommen sicherlich nochmal zu dem Punkt, wo du dann doch ein bisschen weiter reingehen musst, welcher Content jetzt wie gut funktioniert. Ja, weil die 4.000 Plus waren ja ein Covid-19-Workshop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kommen wir aber jetzt zu meinem letzten Teilnehmer, meinem letzten Experten, Dr. Fritz Ehrert von Vifor Pharma. Herzlich willkommen, da ist er. Hallo. Ja, schön, herzlich wieder willkommen alle. Ja, servus, Herr Hilfers. Ja. Bitte. Herr Ehrert, darf ich kurz mit dem Gerücht aufräumen, dass Sie und Herr Mintel im selben Raum sitzen? Das ist reiner Zufall, ne? Also, das ist reiner Zufall. Aber herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ja, wie ist Ihre Situation? Sie haben auch mehr als 100 Menschen im Außendienst bei Vifor. Wie sieht es da aus? Also ja, wie Sie sagen, wir haben 110 Mitarbeiter im Außendienst tätig. Und ich glaube, das am meisten beeindruckend ist, dass plötzlich auf einmal das Gewohnte wegbricht. Einerseits bei unseren Kunden, andererseits aber auch unseren Mitarbeitern und bei den Kollegen im Marketing. Ist halt plötzlich ist etwas weg, was man eigentlich sich nicht vorstellen konnte. Und wir wissen alle, es kommt wieder, aber es kommt in irgendeiner Weise verändert wieder. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Und jetzt, also das, was ich feststelle, wir haben einen aktiven Need. Plötzlich sind digitale Informationen, Kanäle, alles ist eine riesen Nachfrage. Das ist der aktuelle Need. Und trotzdem wissen wir noch nicht genau, oh, das wird auch unsere Zukunft verändern. Das wird auch die Zukunft, die Anforderungen seitens der Ärzte verändern. Und ich glaube, das, was wir heute als Impuls sehen, als Impuls zum Lernen, jetzt, wo wir alle lernen und neue Möglichkeiten nutzen, wird uns Schritt für Schritt dahin führen, wo wir vielleicht gemeinsam schon vor einigen Jahren mal gedacht haben, all die in der Richtung in Multi-Channel gedacht haben,
dieser Weg wird schneller gehen. Also wir bei Vifor haben 2013 angefangen, in der Funktion Multichannel zu denken. Zunächst im Marketing integriert. Dann haben wir es unabhängig, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, parallel zum Marketing, zur Medizin aufgestellt. Und wir haben mit vielen Kanälen eben gearbeitet, entwickelt, vorangetrieben, Analysen gemacht, um das weiterzuentwickeln. Und jetzt plötzlich sehen wir die Möglichkeiten, die sich ergeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das bringt uns einen Riesenschritt zur Integration mit dem Außendienst, was immer unser Ziel war, auch bei Vifor. Jetzt ist auch seitens des Außendienstes klar, okay, hier können wir gemeinsam was machen. Und ich habe heute Morgen mit einigen Kollegen noch im Außendienst, weil ich wusste ja, dass heute die Konferenz stattfindet, telefoniert, habe gesagt, wie ist denn eure Sicht jetzt der Dinge? Und die sagen, ja klar, okay, aha, da können wir ganz viel machen, da tut sich wirklich sehr viel und wir brauchen das. Aber, und es war komplett verständlich, in den Mitarbeitern im Außendienst fehlt auch das Erlernte, der persönliche Kontakt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die persönliche Beziehung in der Kommunikation, der persönliche Kontakt ist etwas, was nicht durch digitale Kanäle ersetzt werden kann. Es kann ergänzt werden. Und da können wir jetzt alle lernen, gemeinsam die Möglichkeiten auszunutzen. Ja, vielen Dank erstmal für dieses Statement. Ich glaube, wir haben auch schon die, ich würde da gleich anschließen, aber wir glaube, wir haben die Befragungsergebnisse schon der ersten Frage kurz raus. Ist das richtig? Wir sehen also 6 bis, wir bekommen, das war die zweite Frage. Okay, wie leichte Probleme, die meisten kommen gut damit zurecht, größere Probleme haben nur 13%. Also ich würde wirklich dafür plädieren, da wir so viele Zuhörer haben, wenn Sie es beurteilen können, fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen und fühlen Sie sich frei, die Slidos zu nutzen, die zwischendurch eingeblendet werden. Ich würde aber gerne mit meinen Referenten jetzt nochmal eben kurz nach dem ersten Statement, das ich so zusammenfasse, dass Herr Mintel sagt, ja, es kommt jetzt Bewegung rein, es kommt eine andere Aufmerksamkeit rein, was auch Herr Ehrert bestätigt. Herr Schirmbacher warnt davor, warnen ist jetzt zu viel gesagt, aber sagt, naja, da muss eine gewisse Kreativität, ist erwünscht, aber immer auch ein bisschen auf den Rahmen achten. Und Tom sagt im Endeffekt, dass digitale Lösungen jetzt deutlich nachgefragt werden von unserer aller gemeinsamer Zielgruppe. Da würde ich gerne noch mal kurz reingehen, weil mein neues Lieblingswort, was wir hier jetzt seit den ersten Tönen, es könnte zur Ausgangssperre kommen. Wie gesagt, das ist so mein Bild so von Zugangsbeschränkungen zur Ausgangsbeschränkung, die wir jetzt haben, ist das Wort, wir müssen den Außendienst enablen. Also Thomas Steindl und ich haben neulich noch deutlich darüber gesprochen, dass jetzt plötzlich das Telefon wieder ganz groß im Kurs ist. Ja, jeder hat gesagt, Telefon ist tot und so weiter und so fort. Plötzlich klingelt das Telefon überall und man soll irgendwie gucken, dass man den Außendienst enablet. Oder ob man nicht mal aus unserer Sicht zum Beispiel 10 goldene Regeln hätte, wie man denn vernünftig telefoniert und. Hier jetzt meine Frage, ich würde die Reihenfolge gerne mal so ein bisschen beibehalten. Herr Mintel, ist das auch bei Ihnen ein großes Thema, Außendienst enablen, oder ist das etwas, was immer mitgelaufen ist? Und wenn ja, haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp, was man besser machen kann und was so Ihre Learnings der letzten Wochen sind? So. Ja, natürlich ist das ein Thema. Jeder denkt ja, er kann telefonieren, aber wenn es denn jetzt zur professionellen Telefonie kommt, dann ist das schon was anderes. Wir haben jetzt seit über 7 Jahren ein digitales Sales-Team bei uns in Berlin im Hause. Und die Leute machen nichts anderes, als über Telefon und Videochat mit den Ärzten die Produkte zu besprechen. Und wir sehen natürlich jetzt, dass diese Kollegen sehr gefragt sind von den Außendienstkollegen. Gebt uns doch mal Tipps, wie mache ich das, wie komme ich rein, wie bringe ich in einer anderen Umgebung unsere Botschaft rüber, wie erwecke ich Interesse etc. Also da haben wir einen guten Transfer von Best Practice. Und ich mag dieses Wort enable nicht. Es klingt so, als wenn der Außendienst nicht kann. Es ist nicht gewohnt, es ist Training an der Stelle. Und natürlich brauche ich ein paar andere Skills. Wenn ich mein Gegenüber nicht sehe, was ich als Außendienstler gewohnt bin, muss ich halt auf die Tonalität achten. Ist der gerade der Arzt genervt oder die Ärztin unter Zeitdruck oder hat sie viel Zeit? Und solche Dinge versuchen wir rüberzubringen über Tipps. Und da sehen wir auch schon erste Erfolge. Und ich glaube auch, das ist jetzt nicht so, dass der Außendienstler sich nicht lernen kann, aber wir stehen unter einem enormen Zeitdruck, sowohl Technik als auch Skills zu lernen. Das ist jetzt natürlich in wenigen Wochen kaum machbar. Wir haben es mit den anderen Teams mit zum Teil sehr schmerzhaften Erfahrungen über Jahre lang besser gemacht und gelernt. Das können wir vom Außendienst nicht erwarten, dass es in 3 Wochen jetzt flutscht an der Stelle.
Darf ich eins nachfragen? Da würde ich gerne mal kurz die Regie bitten, dass ich gerne alle Referenten wiedersehen würde. Das wäre schön. Dankeschön. Darf ich eins kurz nachfragen? Gibt es eine Art Wettbewerb oder ist es immer eine reine Ergänzung zwischen Ihren Vertriebsinnendienst, also E-Reps heißen Sie, glaube ich, bei Ihnen und dem Außendienst jetzt in der Situation, wo beide sozusagen auf dieselben Kanäle zurückgreifen müssen? Herr Mintel, sind Sie noch bei uns? Da ist kein Wettbewerb. Die greifen zwar auf dieselben Kanäle. Ja, ich bin da. Hören Sie mich? Super. Also ja. Die greifen auf dieselben Kanäle zwar zu, aber auch andere Zielgruppen. Der Außendienst kümmert sich um die Kunden, die er bisher betreut hat, und die digitalen Sales-Kollegen machen das Gleiche. Also da ist keine Konkurrenz. Okay, danke schön. Ja, Herr Schirmbacher, wenn Sie das jetzt hören, Außendienst sitzt zu Hause, soll ja eigentlich, ist ja stark in der Betreuung, in der 1:1-Betreuung. Jetzt werden ihm flexibel Kanäle zur Verfügung gestellt. Kommt da beim Datenschützer oder derjenige, der vielleicht auf das ein oder andere Opt-in achtet oder so, ein bisschen Zweifel auf, dass das jeder für sich interpretieren könnte, wie er möchte? Oder wie sehen Sie diese Situation des Enablen? Glauben Sie, dass man muss man Außendienst auch dort intensiv trainieren oder sollte man ihn ein bisschen in seinem originären Skill bestärken? Puh, jetzt bin ich der Rechtsexperte, nicht der Experte für maximalen Erfolg von Außendienst, der zu Hause sitzt. Aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es ist hilfreich, wenn auch der Außendienst, letztlich jeder Vertriebler, eine Idee davon bekommt, was so der rechtliche Rahmen ist. Schon alleine, dass er weiß, ob er im Recht oder im Unrecht ist, wenn er angeblafft wird für die Kontaktaufnahme oder irgendwie eine bitterböse Antwort bekommt. Ja, und dann ist es natürlich schon so, ich meine, Sie hatten vorhin die DSGVO-Seminare angesprochen, die wir 2016 und 17, 18 gemacht haben. Ja, natürlich kommt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Ne? Wenn ich weiß, was ich damals an Opt-in oder was haben wir für Opt-in-Strategien umgesetzt, also dort, sei es im Pharmabereich, aber auch in vielen anderen Branchen, tatsächlich Einwilligungen in bestimmte Kanäle zu bekommen von Kunden oder von solchen, die es werden wollen, dann hilft es natürlich und dann sollte natürlich der Außendienst im Stand sein, zu wissen, die Person, die ich jetzt kontaktieren möchte, dem Lead, dem ich jetzt nachgehe, hat der irgendwann mal was mit uns zu tun gehabt? Hat er vielleicht eine qualifizierte Einwilligung abgegeben oder nicht? Ich hatte es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die Rechtslage mag ein Kriterium unter mehreren sein bei einer wirtschaftlichen Entscheidung, aber man muss ein bisschen wissen, worum man sich einlässt und da braucht es sicherlich ein bisschen Schulung. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht das ist, woran wir jetzt in diesen Wochen als allererstes denken müssen. Ja, das ist eben auch mein Punkt. Also mein Punkt ist im Endeffekt, ich könnte ja denken, ich bin ja jetzt jahrelang hingefahren zum Arzt, ne, und dann kann ich den doch jetzt auch einfach anrufen oder anschreiben, das dürfte doch kein Problem sein. Sehen Sie da eine Hürde oder glauben Sie, dass es da jetzt den einen oder anderen gibt, der den Finger hebt? Ja, es gibt ja so verschiedene Datenschutzbehörden, die ein bisschen strenger sind. Aber vom Gefühl her würde man das doch so denken. Ja, ich darf jetzt nicht mehr hinfahren, also nehme ich jetzt den Hörer ab, schreibe ihn an, mache eine Zoom-Einladung, was auch immer dann gewünscht ist. Schließlich habe ich den ja bis gestern auch noch besucht. Ja, also da gibt es natürlich schon gravierende Unterschiede. Ja, die Frage, wofür ich ein Opt-in, also eine Einwilligung brauche, ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Für den Besuch, den Vertreterbesuch, wie es in den alten BGH-Entscheidungen noch heißt, braucht es keine Einwilligung. Das ist angesichts dessen, dass man, einen juristischen Begriff, eingriffsintensiv, ja, also wie sehr das einem möglicherweise auf die Ketten geht, jetzt gerade wenn man im privaten Bereich denken würde, dass dort jemand an der Tür steht und einem was verkaufen möchte, im Verhältnis zu einer E-Mail, die man löscht und dann fertig ist, mag das überraschen, aber bei E-Mails und Telefon braucht man eben grundsätzlich eine Einwilligung. Es gibt Ausnahmen, allerdings setzen die voraus, dass man im Telefonmarketing mindestens eine mutmaßliche Einwilligung hat. Das heißt, es braucht schon einen Kontakt im B2B-Bereich. Ja, es braucht schon einen Kontakt, auf den gestützt man sagen kann, okay, die Person, die ich da jetzt anrufe, anstatt vorbeizukommen, die wird damit schon einverstanden sein. Und davon kann man sicherlich ausgehen, wenn man jedenfalls Termine hatte. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nächsten Donnerstag zu dem Arzt gehen sollte, dann werde ich sicherlich da anrufen können und sagen können, hey, wie machen wir es denn? Ich werde jetzt sicherlich nicht nächsten Donnerstag zu Ihnen in die Praxis kommen. Aber wenn ich den noch nie kontaktiert hatte, dann ist das Telefon ohne Opt-in erst einmal eine rechtswidrige Werbung, weil Werbung ist es alles, was wir dort machen. Da muss man jetzt nicht versuchen, um den heißen Brei herumzureden und zu sagen, das sei doch
das sei doch nur gut gemeinte Informationen und ja, aus altruistischen Gründen schicken wir nicht Vertriebsleute raus. Ne? Insofern. Ja, also das, ja. So weit wollte ich gar nicht gehen. Also vielen Dank für diese genaue Formulierung. So weit wollte ich gar nicht gehen, sondern eher so, dass man natürlich gefühlt dass die Situation haben kann, dass man denkt, okay, ich habe den jetzt gestern so betreut, auf welche Art und Weise, da könnte ich ihn jetzt auch entsprechend weiter betreuen. Das ist ja auch das, was Sie sozusagen eingeräumt haben. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie vorhin meinten mit kreativem Spielraum. Lassen wir das vielleicht mal für den Moment dabei. Tom, so jetzt kommt die Frage, an der du nicht vorbeikommst. Was brauche ich denn jetzt in der Tasche? Ne? Content is King. Was brauche ich denn jetzt in der Tasche, damit ich gehört, gesehen, gelesen, was auch immer werde als Pharmaunternehmen? Also wir haben in den ersten Wochen beobachtet, dass wirklich reine Produktinformationen eigentlich gar nicht mehr funktioniert haben. Das kam nicht an. Also auf irgendwelche Indikationen, direkt konkret bezogene Infos und wirkliche Produktwerbung oder irgendwas mit direktem Produktbezug kam einfach nicht mehr an. Überall, wo man Corona, Covid-19, SARS-CoV-2 rangeschrieben hat, das wurde geklickt, völlig logisch, sodass wir im Prinzip auch unsere Bewerbungsmaßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen ein bisschen ein Stück weit umgestellt haben und auch sowas wie Stornofristen verlängert haben. Also wir haben unseren Kunden erlaubt, Sachen zurückzustellen, geplante Kampagnen erstmal zu freezen und auf bessere Zeiten zu warten oder die Kommunikation eben anzupassen und haben selber diesen Freiraum sozusagen, dadurch, dass wir nicht mehr so viel Content von unseren Kunden hatten, haben wir genutzt, um selbst für Isan und den Content, der eben auf dem Portal gespielt wird, dafür Werbung zu machen. Und das hat extrem gut funktioniert. Und da eben auch, du hast es vorhin schon erwähnt, so ein Corona-Praxis-Update, das war im Prinzip eines der Highlights hier auf dem deutschen Markt, mit einem Schlag 4.500 Ärzte. Das hatten wir sonst nirgends. Da muss man sich schon extrem verbiegen und extrem viel Geld aufwenden, um solche Zahlen dazu bekommen. Gleichzeitig hatten wir auf dem italienischen Markt, da hatten wir einen Artikel, hatten das Glück, den Arzt zu interviewen aus dem Krankenhaus, wo der Patient Zero aus Italien aufgetaucht ist. Und da war das gerade Tag 3 der Pandemie in Italien und hatten auf einmal 250.000 Besucher auf der Plattform. Hatten wir noch nie. Also tatsächlich ist die italienische Seite auch zusammengebrochen, weil wir haben das auf Ärzte ausgelegt und so viele Ärzte gibt es gar nicht in Italien. Mussten wir erstmal nachlegen. Aber das ist extrem spannend und wir müssen das die ganze Zeit agil anpassen. Haben am Anfang gesagt, auf den Zug springen wir gar nicht richtig auf. So viele berichten über Corona, das machen wir jetzt nicht auch noch. Haben das aber nochmal korrigiert, weil wir einfach gesehen haben, das wird aber gerade gesucht und geklickt und wir müssen was dazu machen. Und kommen jetzt langsam in eine Situation, wo wir auch wieder Indikationsbezug herstellen können, wo wir eben sagen können, Diabetes mit Covid-2 oder Vorhofflimmern, Herz-Kreislauf-Geschichten, das steht ja ganz oft in engem Zusammenhang und darüber gibt es ganz viel, auch widersprüchliche Informationen, das so ein bisschen zu sortieren und dem Arzt aufzubereiten, auch den einzelnen Fachgebieten fachgebietsspezifisch aufzubereiten und dann auch wieder die Kunden mit an Bord zu holen und sagen, ihr habt doch Produkte in dem Bereich, wollt ihr nicht mit reinkommen. Ja, da verstehe ich jetzt gut, was das sozusagen für Isano bedeutet. Ich muss noch mal ein bisschen meine Frage noch mal präzisieren an der Stelle für dich. Also wenn du jetzt weil ich sag mal so, kann nicht jeder Außendienst jetzt einen Covid-19-Koffer unterm Arm haben und sagen, Covid-19 für diese Art von Patienten, diese Art von Patienten. Außerdem haben wir ein Gesundheitswesen oder ein Patientenprofil. Das hat sich ja nicht geändert im Markt, sondern es ist ja eine neue Erkrankung dazugekommen. Das heißt also, alle Menschen, die bisher erkrankt sind und die Therapeutika gebraucht haben, die brauchen sie nach wie vor in der einen oder anderen Situation. Und deswegen kann ja nicht nur Covid-19 das Thema sein. Sagen wir sicherlich bei vielen überlaufenden Praxen, wo dann auch schon zugemacht wird. Ich selber habe neulich mit einem Landarzt sprechen können, der hat gesagt, ich mache mittags um 12 zu. Erstens kommen 30% weniger Patienten mindestens. Zweitens kann ich mir das nicht den ganzen Tag sozusagen geben, das Programm, weil es nur noch um Covid-19 geht. Aber das habe ich jetzt verstanden, dass Covid-19 bei euch ein Dreher ist und für Isano sozusagen ein richtiger Booster im positiven Sinne. Aber trotzdem, wenn du jetzt einem Außendienstmitarbeiter irgendeinen Tipp geben solltest, was soll er dann Bezug zwischen seiner Indikation und Covid-19 nehmen oder was wäre so der Tipp? Du bist der Content-Mann. Also das ist ziemlich schwierig. Ich würde ungern in den letzten Wochen Außendienster gewesen sein, weil tatsächlich ist, ich kann mir vorstellen, dass man einfach im Moment nicht gut reinkommt mit den üblichen Botschaften. Und zu Covid-19, da ist der Außendienst ja auch nicht der Experte. Insofern
kann ich eigentlich gar keinen wirklichen Tipp abgeben. Okay, gut. Dann machen wir das nicht. Dann frage ich nochmal Herrn Ehrhardt. Ne? Herr Ehrhardt, jetzt haben Sie das alles gehört, was geht, was nicht geht. Sie haben das so wunderschön gesagt, wie Sie sozusagen langsam seit 2013 Ihren Außendienst immer näher an diese Thematiken rangebracht haben. Lassen Sie ihm jetzt freie Hand oder steuern Sie es zentral? Wie machen Sie es? Also es gibt bestimmte Themen, wo wir natürlich das zentral steuern. Das heißt, die Umgehensweise mit Opt-ins, ja, das, was der Schirmacher schon dargestellt hat, das ist ein Must. Auch wie bereite ich einen Arztgespräch, wenn ich denn ein Opt-in habe, vor oder eine E-Mail? Und das führt ihn nochmal zurück auch zu den CRM-Systemen. Das ist wichtig. Also da kann man stärken nochmal die Bedeutung auch der CRM-Systeme. Wir haben jetzt aber weniger auf die kurzfristige Perspektive abgestellt, sondern auch längerfristig gesagt, wir entwickeln unsere Mitarbeiter weiter Richtung, wie arbeite ich am Telefon, wie führe ich ein Gespräch am Telefon oder wie gestalte ich ein Webinar oder ein Webcall. Aber jetzt in den 3 Wochen, wo wir das jetzt im Moment wirklich brauchen, werden wir nicht dahin kommen, dass wir perfekte Telefonreps, das ist auch nicht unser Ziel, ausbilden. Aber ich glaube, langfristig gesehen, und das passt jetzt ganz gut auch in die Strategie bei Vifor, wird das etwas sein, was wir flankierend eben in dem Portfolio, auch was der Außendienst an Leistungen anbieten, da drin haben werden. Wir haben bisher kein, wie der Herr Mintel, er hat ja ein eigenes internes digitales Team. Unser Team sitzt ganz in der Nähe von Innerhöfers in Berlin. Das kennen Sie ja. So, also Training haben wir gemacht, langfristig, mittelfristig angelegt. Vom Content her kann ich das bestätigen. Produktinformation in den Tagen der Zeit, wo es wirklich akut brannte, auch in den Arztpraxis. Meine Frau ist Diabetesberaterin, insofern kriege ich auch von der anderen Seite immer was mit, was passiert gerade bei denen in der Praxis. Produktinformation war eigentlich nicht gefragt. Es sind, wenn überhaupt, dann andere Informationen, da waren Besuche, Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen. So. Das war der Content, den wir benutzt haben. Wir haben auch jetzt feststellen können, dass wieder ein Zurückgehen ist. Content wird langsam, auch Produktcontent wird langsam wieder gefragter, wenn er denn in einer Zusammenhang mit zum Beispiel Covid-19 steht. Also da kommt wieder ein Interesse da. Wir stellen im Moment auch fest, dass flankierende Themen wie Studien und auch das bleibt aktuell in den Gesprächen jetzt noch möglich. Was wir gemacht haben, um sicherzugehen, dass auch die Kommunikation knapper und prägnanter ist. Wir haben von Seiten unserer Marketing- und Medizinkollegen eben die Information, die bisher über die Gespräche transportiert werde, speziell aufgearbeitet für E-Mails, für Kurzgespräche, damit eben die Bausteine dort leichter zusammengefügt werden können. Also das ist das im Wesentlichen, was wir machen. Okay. Eine Geschichte würde mich dann doch noch interessieren, aber es ist auch eine Nuance dieses Ganzen. Wir gehen ja alle davon aus, dass der Kontakt über den Außendienst, der persönliche Kontakt, der über Jahre aufgebaut wurde, der durch intensive Betreuung, persönliche Geschichten und so weiter natürlich, dass dieser sehr belastbar ist jetzt auch für andere Kanäle. Das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, ne, weil, wie gesagt, ich komme immer aus dem Thema Enablen. Das war hier die Hauptanforderung der letzten Wochen an uns. Können wir irgendwie enablen? Was können wir tun? Wie können wir möglichst schnell nochmal eben Multi-Channel-Konzept, andere Kanäle aus dem Boden stampfen? Wenn ich das jetzt so sehe und Ihre 100+ Mitarbeiter nehme, mal Herr Ehrhardt, bei Ihnen, funktioniert das gut, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr zentral sage, das schickt Ihnen das Marketing von Vifor mit freundlichen Grüßen, sondern das schickt Ihnen Wolfgang Höfers, Ihr persönlicher Außendienstmitarbeiter? Ist das ein dauerhaft belastbarer, für andere Kanäle nutzbarer persönlicher Kontakt? Ich glaube, ja. Gut. Gute Antwort. Glauben Sie das auch? Herr Ehrhardt fasst sich jetzt kurz. Herr Mittel, glauben Sie das auch? Wir müssen jetzt gucken, weil wir... Ja, ich kann es vielleicht auch ein bisschen ausführen. Wir sehen das ja auch an allen Daten, die ich kenne. Da sehen wir, wenn etwas von einem persönlich bekannten Außendienstmitarbeiter kommt, und da schließe ich jetzt auch die persönlich bekannten digitalen Außendienstmitarbeiter ein, im Vergleich zum Headquarter, dann werden Mails anders behandelt, sie werden geöffnet, werden anders geklickt sozusagen. Nach unseren Erfahrungen ist das circa doppelt so hoch, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Ja. Das hängt natürlich immer von der Qualität des Contents ab, etc. Aber
weil der Außendienstmitarbeiter schon den Arzt oder sein Bedürfnis besser kennt und den Content sehr genau auswählt, während wir ja aus dem Headquarter dann da, wo wir ein Opt-in haben, in, ja, Massenmails schicken. Und die treffen halt nicht jeden so ganz genau in seinem Bedarf. Also insofern sehe ich da schon eine bessere Kenntnis des Kunden und natürlich auch einen zielgerichteteren Anspruch, denn eine One-to-One-E-Mail ist immer noch was anderes. So fühlen wir uns ja auch. Wenn ich so eine Massenmail bekomme, mache ich die nicht auf, bekomme ich von Ihnen was erhöht, jetzt mache ich natürlich jede Mail auf. Also insofern, das habe ich festgestellt, da, ja, danke dafür. Da ist man natürlich auch nicht anders als Arzt. Ja, aber jetzt hat Herr Schirmbacher den Finger gehoben, da muss ich jetzt mal kurz rein, Herr Ehrer, eine Sekunde bitte, ich nehme Sie sofort wieder rein, aber Herr Schirmbacher hat extra den Finger gehoben, da bin ich jetzt sehr gespannt über die Äußerung, die kommt. Wie besprochen und im Homeschooling geübt. Nein, also es gibt eine Erfahrung, die ich habe, warum es absolut Sinn macht, jemanden, der schon bekannt ist, vorzuschicken oder nicht, jedenfalls aber E-Mails rausschicken zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand beschwert, sei es bei einer Datenschutzbehörde, sei es bei zum Anwalt oder zur Rechtsabteilung rennt, ist natürlich deutlich geringer, wenn es von jemandem kommt, den er kennt. Nehmen wir mal eine E-Mail in Ihrem Beispiel gerade, als wenn es eben aus einem Headquarter ist und dann seelenlos, Mann, ja, habe ich doch mich schon dreimal abgemeldet, was schreiben die mir denn? Ist also von den Abmahnungen, die jetzt so bei uns auf dem Tisch landen, ja, da gibt es praktisch keine, wo es nicht irgendeine Vorgeschichte gibt, die sozusagen persönlich adressiert sind und unterschrieben sind von jemand, der dort bekannt ist. Also es bringt nichts, sich jemanden auszudenken und zu schreiben, ihre Elvira Schulze. Jemand, der dort bekannt ist, das passiert halt nicht, dass man deswegen dann irgendwie zum Anwalt rennt. Okay. Herr Erath, Sie wollten noch was ergänzen. Ja, ich habe Sie eigentlich nur ergänzen, dass gerade beim E-Mail eben zusätzlich zum Inhalt die allein schon die E-Mail-Adresse oder der bestehende Kontakt auf irgendeiner Ebene, Metaebene mitschwingt und automatisch, glaube ich, das unabhängig vom Inhalt zunächst eine emotionale Bereitschaft erzielt, um das E-Mail zu lesen und sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Ich glaube, das schwingt damit, das als Ergänzung. Insofern sicherlich personalisierte E-Mails, die auch gegebenenfalls noch angereichert sind mit persönlichen Sachen, ist das sicherlich ein sehr guter Weg. Okay. Bedeutet aber, derjenige muss es nach Möglichkeit, auch wenn es so zentral wie möglich gesteuert wird, doch die E-Mail in die Hand nehmen und etwas tun und versenden etc. und vielleicht auch den einen oder anderen persönlichen Passus ergänzen. Ja. Ja. Tom, da kommst du mit deinen täglichen Esanum-Nachrichten. Nehme ich dich auch mal kurz in eine kleine Runde rein. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Öffnungsquoten eurer Mails deutlich nach oben gegangen sind oder ob sie nur deutlich nach oben gegangen sind, wenn Covid-19 draufsteht. Also sind allgemein deutlich nach oben gegangen, weil einfach wohl mehr Zeit verbracht wird mit digitalen Medien, weil das jetzt vertrauter ist und man das auch eine der wenigen Kommunikationsformen ist, die noch bleiben, wenn man schon nicht vor die Tür gehen kann. Vielleicht noch ein ganz kurzer Schwank zu den persönlichen E-Mails. Also wir haben schon lange die E-Mails nicht von kontakt@esanum oder info oder irgendwas anonym geschickt, sondern von Dr. Bodo Müller. Unserem Gründervater, der hat einfach hunderttausende E-Mails geschickt oder Millionen sind es dann und jeder Einzelne hat sich persönlich angesprochen gefühlt mit kollegialen Grüßen unterschrieben vom Chefarzt und das machen wir seit 10 Jahren so und das funktioniert extrem gut. Führt natürlich dazu, dass jeder denkt, er ist mit Dr. Bodo Müller befreundet und wenn der mal über einen Kongress läuft, dann weiß er gar nicht, wer ihn da alles anspricht, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Nebeneffekt. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, das von persönlichen. Da heißt es dann nicht bekannt aus Funk und Fernsehen, sondern bekannt aus E-Mail. Genau. Genau. Okay, gut. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir führen noch ein bisschen diese Diskussion weiter, aber ich habe gerade die von der Regie bekommen, dass wir jetzt schon 20 Fragen erhalten haben. Jetzt würde ich mal kurz fragen, wollen wir mal eine reinnehmen, so spontan aus dem Bereich. So, jetzt kriegen wir eine gezeigt, hoffentlich. So, jetzt geht's los. So. Okay, so. Oh, ja.
Eine interessante Frage, eine anonyme Frage, muss ich leider sagen. Die hat aber 6-mal einen Daumen nach oben bekommen. Sie können sie, glaube ich, sehen. Oft wollen die Ärzte nicht per Zoom oder Remote in Kontakt bleiben und verweisen gerne auf die Zeit nach Covid-19. Wie gehen Sie damit um? Die würde ich natürlich gerne mal in die Nähe von Karlsruhe geben. Herr Mintel, Sie haben wahrscheinlich, ich erinnere mich wirklich gerne an den ersten Aufschlag via Skype vor, das würde ich sagen, ist bestimmt fast 10 Jahre her, wo Sie gesagt haben, so kann das später mal aussehen. Also Pfizer war da sehr innovativ vor vielen Jahren schon, wie das mal aussehen kann. Geht Ihnen das auch so mit Ihren, gerade die Menschen, die ja viel Videotelefonie etc. heute schon durchführen, geht Ihnen das auch so, wie es gefragt wurde? Also ich glaube, in dieser besonderen Zeit zählt das, was der Kunde will. Und unsere Strategie ist, uns da nicht aufzudrängen. Wenn es jetzt nicht passt, sei das von der Situation her oder auch vom Inhalt, dann hat es doch keinen Zweck, jetzt sagen, du musst jetzt aber diesen Videokanal mit mir machen. Mhm. Da sehe ich im Moment auch, dass zum Beispiel dann gerne Medien genommen werden, die ich nachlesen kann. Ne? Schicken Sie mir eine E-Mail an der Stelle. Wenn das kommt, ist natürlich viel besser, weil dann ist ein ernsthaftes Interesse an dem Content. Aber die Situation passt dann vielleicht nicht. Und das ist das eine. Natürlich ist auch das Medium für viele Ärzte jetzt neu, die dann sagen, ich habe noch nie sowas gemacht und haben da vielleicht gewisse Vorbehalte an der Stelle. Also drängen ist hier, glaube ich, die falsche Strategie, anbieten eher die richtige. Und dann haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen. Und die Teams bei uns, die schon vielleicht etwas länger mit diesem Video zurechtkommen, die schaffen es dann auch natürlich, die Hürden abzubauen. Und was wir sehen, ist mit dem digitalen Sales-Team Ärztinnen und Ärzte, die es einmal gemacht haben, die finden das Medium gut und sagen, hey, das hat ja gut funktioniert technisch und auch virtuell sozusagen. Ich hatte da gute Informationen und gutes Gespräch und wir haben eine Quote, je nach Zielgruppe, von 70-85%, die dann sagen, das machen wir wieder, da bleibe ich bei. Okay. Aber in der jetzigen Situation ist Rücksichtnahme, glaube ich, die bessere Strategie. Dass das Video am Ende ein bisschen persönlicher ist, das würde ich auch unbedingt so denken. Herr Ehrert, ist das bei Ihnen auch so? Also geht Video ein bisschen nach oben oder ist es stagniertes? Weil kann ich ja für uns hier auch sagen, Video ist sicherlich etwas, was langsam wächst, aber es wächst eben langsam. Also der Wunsch sozusagen, sich das One-to-One auf ein Videogespräch zu verlagern, ist ein zäher. Okay, also in der Kundenkommunikation ist es in der Tat so und da kann ich auch das bestätigen, was der Mintel gesagt hat, da ist es einfach geboten, den Wunsch des Kunden zunächst mal zu akzeptieren und so zu nehmen, wie es ist. Das ist nun auch seine Entscheidung, welchen Kanal er wählt und dann im weiteren Gespräch, und da gibt es schon positive Erfahrungen, kommt es auf den Content an, kann ich den per E-Mail verschicken oder tatsächlich, ja, je nachdem, ja, vielleicht in 10% der Fälle, aha, lass es uns doch mal ausprobieren, wir haben dessen das Thema, vielleicht können wir das doch besser mit Video diskutieren, weil man den anderen sieht. Und in der internen Kommunikation brauche ich, glaube ich, niemanden erzählen, da ist es Videotelefonieren oder ist ja raketenartig nach oben gesprungen. Aber wie gesagt, Kunden akzeptieren. Ich glaube aber, dass sich das Schritt für Schritt bei gezielten Fragestellungen weiter fortsetzen wird und dass wir da erst am Anfang stehen. Wir werden vielleicht nicht die ganz langen Sequenzen haben, wie dass wir eine halbe Stunde sind, werden vielleicht kürzere Sequenzen haben mit Informationen, die extrem fokussiert und vorher vorbereitet sind. Herr Schirmbacher, Sie sehen ein bisschen gerade unglücklich aus. Wollen Sie gerne was dazu sagen oder interpretiere ich das falsch? Ich wollte kein Unglück transportieren. Ich habe ja vorhin gesagt, bin ich für schlechte Laune verantwortlich. Fürs Unglück, fürs Glück oder Unglück möchte ich jetzt nicht auch noch verantwortlich sein. Also bitte. Ja, da kann ich tatsächlich nicht so furchtbar viel beitragen. Ne? Ist es ein Unterschied? Ich helfe Ihnen mal. Ist es ein Unterschied, ob ich jetzt jemandem einfach ungefragt sozusagen einen Zoom-Link schicke oder ihn einfach ungefragt anrufe? Das ist kein Unterschied, oder? Naja, in den Feinheiten ist es schon ein Unterschied, weil es grundsätzlich brauche ich für beides ein Opt-in, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch im B2B-Bereich. Wenn es ein Kunde ist, also jemand, mit dem ich tatsächlich Geschäftsbeziehungen schon aufgebaut habe, dann und ich davon ausgehen kann, der wird sozusagen einem Anruf positiv gegenüberstehen, dann darf ich ihn anrufen. Mhm. Bei der E-Mail ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es 4 Voraussetzungen, die wir alle nicht eingehalten haben.
dass man ausnahmsweise Bestandskunden mit E-Mails versorgen darf. Da ist es sicherer, auf ein Opt-in zu setzen. Insofern ist die E-Mail streng genommen in doppelter Hinsicht ein schwierigeres Pflaster. Erstens, weil es weil die Anforderungen höher sind, da reicht keine mutmaßliche Einwilligung, sondern es gibt ganz bestimmte Voraussetzungen, die man einhalten muss. Und zweitens, weil es natürlich viel einfacher nachzuweisen ist. Ne? Der Arzt oder die Sprechstundenhilfe, die dann sagt, oh, ich sehe schon wieder, bloß auflegt, der macht einen Haken dran und fertig. Wenn ich aber dreimal E-Mails bekomme, obwohl ich schon zweimal gesagt habe, ich möchte es nicht haben, dann habe ich die ja immer noch, ja, oder kann sie aus dem gelöschten Objekteordner fischen und damit zum Anwalt gehen oder irgendwie selber oder die mehr oder minder kommentarlos zur Datenschutzbehörde schicken und sagen, hey Leute, schaut mal, kümmert euch doch mal darum, das nervt. Aber, und die schreiben hier immer noch meinen Namen falsch, ja, oder wo vergessen den Doktortitel, worüber die Leute sich dann so aufregen. Also insofern macht es schon einen Unterschied. Generell ist es, wenn wir jetzt immer wieder dann besprechen, wenn wir in die Einzelheiten kommen, ja, wir brauchen Augenmaß. Was völlig falsch ist, wäre jetzt halt mit der Gießkanne anzufangen oder mit der Schrotflinte anzufangen, irgendwelche E-Mail-Adressen zu bespielen und wie massenhaft Mails rauszuhauen. Da ist Ärger vorprogrammiert. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann der Außendienst, was können Leute, die jetzt nicht so wie üblich arbeiten können, jetzt eigentlich von zu Hause oder wo immer sie sitzen, machen, dann ist alles, was One-to-One ist, nicht so gravierend. Ne? Also insofern ist das eigentlich, kann man da schon, wie gesagt, wenn man ein bisschen Augenmaß walten lässt, ganz gut mit operieren. Vielleicht noch ein Punkt dazu. 75% der Abmahnungen lassen sich ließen sich vermeiden, wenn man vernünftig reagiert auf das, was die Leute sagen. Also Leute, die dort Abos zurückschreiben, ja, da muss man halt dafür sorgen, dass die auf eine Blacklist kommen. Leute, die sagen, oh, verschont mich doch, ich habe es euch doch schon dreimal gesagt, ja, was bei uns fast immer passiert, also wir sind ziemlich stark im E-Commerce, E-Commerce-Unternehmen, die sich dann da im Recht fühlen und dann da patzig zurückschreiben, ja, wir haben aber ihre Einwilligung. Leute, darüber wollt ihr keinen Streit führen, ja, selbst wenn es so ist, brav antworten, entschuldigen, auf die Blacklist setzen, fertig, in den nächsten Kunden nehmen. Also das ist, glaube ich, das A und O. Okay, gut. Wir haben dazu eine passende Frage aus dem Publikum, die hier an die Runde geht. Da sieht man mal, es gibt eben doch noch nicht für alles eine Lösung in der wohlsortierten und gut strukturierten und organisierten pharmazeutischen Industrie. Wie managen Sie die Einwilligung der Ärzte oder wie bekommt man ja nicht so schnell? Oder Fragezeichen, das ist so ein bisschen anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich Sie jetzt schon lange kenne, dann schreibe ich Sie einfach an oder ich nehme mir sogar raus, den Herrn Mintel per SMS anzuschreiben, ob er mal kurz mit mir sprechen könnte. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite bräuchte ich ja jetzt so eine ganze Latte und von Einwilligung etc. Tom, ich habe dich jetzt nicht vergessen, keine Sorge. Ne? Alles gut. Ich würde nur gern kurz an dem Thema bleiben. Dass ich ja jetzt sozusagen das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich als Außendienster das Gefühl haben könnte, naja, den kenne ich jetzt schon 10 Jahre, den Arzt. Und der hat auch zu mir gesagt, du, wir können doch abends mal Videotelefonie machen. Ich mache das jetzt irgendwie einfach so. Und denke, ich brauche gar keine Einwilligung. Das ist ja eher so ein Gefühl, das da hochkommt, weil ich sie schon so lange kenne. Ne? Also sag mal so, wenn ich jetzt den Tom anschreibe per SMS oder was weiß ich und dafür habe ich ja jetzt auch keine Einwilligung, sondern ich kenne ihn halt schon so lange und habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ich habe keine Einwilligung dafür, Tom. Das kannst du unterzeugen, ja. So, also unter anwältlicher Aufsicht habe ich dafür keine Einwilligung. Aber jetzt, das ist eben das, was ich meine, Herr Schirmbacher, und die beiden Herren aus der pharmazeutischen Industrie. A, wie manage ich die Einwilligung, dass ich sie auch verfügbar habe in dem Moment, wo ich sie sozusagen nutze, um etwas zu tun? Und B, ja, das ist ja eine Hürde, ne, in vielen Fällen. Also das wissen wir hier auch, dass das eine Hürde ist. Vielleicht erst Herr Schirmbacher, dann Herr Ehrhardt und Herr Mintel. Ich mag das immer nach unten zeigen, wenn Sie zu mir kommen. Das passt so wie zum Selbstverständnis. Aus dem Keller. Vielleicht kann die Regie das mal wechseln, dass Herr Schirmbacher. Nein, alles passt schon, alles gut. Aus dem Keller des Rechts kommt folgender Hinweis. Ich glaube, Sie haben nur dann, ist eine prozessuale Sache natürlich, ich glaube, Sie haben nur dann eine Chance, Einwilligungen vernünftig
strukturiert aufzubewahren, wenn Sie das Ganze mit standardisierten Prozessen angehen. Ja. Wenn Sie den Außendienstler alleine lassen und Checklisten verschicken, liebe Leute, achtet darauf, dass ihr Einwilligungen habt, und dann kommen noch die drei Punkte, die der Anwalt irgendwie aufgeschrieben hat, was eine Einwilligung erfüllen muss. Sie muss freiwillig sein, sie muss gut protokolliert sein, es muss verständlich sein und so weiter, dann haben Sie nicht die Spur einer Chance, die Leute dazu zu bekommen, wirklich Opt-ins einzusammeln und in irgendeiner Form zu protokollieren. Das heißt, Sie müssen ein Verfahren schaffen, möglichst digital, weil Sie es dann automatisieren können, dass die Ärzte Ihnen diese Einwilligungen erteilen. Ja, wir hatten, glaube ich, damals gemeinsam ein Projekt, wo der Außendienstmitarbeiter mit einem Tablet unterwegs war, die Opt-ins gesammelt hat, und wer das damals noch möglichst zuvor DSGVO-Zeiten, also vor dem 25. Mai 2018 angegangen ist, der hat natürlich jetzt seine Opt-ins. Ja, wer das nicht hat, der wird nicht umhinkommen, früher oder später ein solches Projekt aufzusetzen und es dann nach und nach zu ergänzen. Da mag ein Baustein sein, dass man den Außendienstlern in ihrem neu geschaffenen oder uralten CRM-System ein Feld gibt, wo er jedenfalls mal eintragen kann, dass es ein Opt-in gegeben hat. Aber ich glaube, man muss nicht hoffen, dass sich das schon irgendwie ergeben wird, wenn man dort den Kollegen sagt, Leute, achtet mal drauf, dass ihr jetzt hier Opt-ins einholt. Das funktioniert nicht. Also lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig. Klar, einmal zu viel gefragt, aber ja, nur Fragen nutzt halt nichts. Also jetzt, wenn wir jetzt hier, Herr Renneberg hat ja gerade seine Einwilligung erteilt, unterzeugen, es nutzt übernächste Woche nichts, weil Sie gar nicht mehr wissen, wann das eigentlich gewesen ist. Ne? Insofern ja, immerhin. Und dann in die Ablage getan. Da muss man halt nur drauf zugreifen können. Ja, wenn es geht, ist es auch ein Weg, bloß ist es halt nicht so einfach. Vielleicht ja, aus der Praxis eher. Herr Ehrert und Herr Mittel, Herr Ehrert, vielleicht zuerst. Ja. Wie sehen Sie das? Wie manage und finde dann immer wieder die Einwilligung, dass ich das habe? Ist das bei Ihnen in den CRM-Systemen Standard, dass der Außendienstler das sehen kann? Aha, habe ich die Einwilligung für? Ja. Habe ich also, dann und dann erhalten? Ja. Gut aufgestellt ist der Mitarbeiter, und so haben wir welche, die tatsächlich seit 2018 haben wir zunächst über Papier und dann über digitale Medien, also online basiert, Opt-ins eingeholt. Wir haben sie im CRM dokumentiert, sogar differenziert nach Fax, Telefon, weil es gibt ja hier sehr unterschiedlich. Manche wollen nur eine Fax-Opt-in oder Telefon, manche E-Mail. Das haben wir im CRM für jeden Mitarbeiter sichtbar dokumentiert. Und es ist auch ganz klar, jetzt kontaktiert werden kann mit einer Produktinformation nur Ärzte, für die ein Opt-in erteilt ist, über das Medium, das dort auch extra erwähnt ist. Damit sind wir, glaube ich, auf einer ganz guten Seite. Und jetzt kommt der schwierigere Prozess, den wir standardisiert haben, nämlich in der aktuellen Situation, wie kann ich die Situation nutzen, um Opt-ins einzuholen? Das ist nun in der Tat nicht ganz einfach. Zunächst ist das, was der Schirmacher gesagt hat, wichtig. Augenmaß muss hier angewendet werden. Ein Arzt jetzt anzurufen, den ich noch nie besucht habe und nicht kenne, macht keinen Sinn, weil das wäre nutzlos und würde möglicherweise den Arzt beärgern. Aber es gibt Ärzte, zu denen habe ich vielleicht einen Termin gehabt, mit denen habe ich Fortbildungsveranstaltungen, mit denen habe ich etwas schon in Anbahnung gehabt. Und ich schaue mein CRM-System noch als Mitarbeiter und sehe, ich habe ja gar kein Opt-in. So, diesen Arzt, da sagen wir klar, da liegt ein Interesse auch seitens des Arztes vor, den kann ich anrufen. Und dann ist der erste wichtige Prozess, den Arzt darauf hinzuweisen, ja, wir haben kein Opt-in. Wenn wir zukünftig über diesen Weg kommunizieren wollen, bitte erteile uns ein Opt-in. Und da haben wir einen digitalen Prozess standardisiert, der bis zur Dokumentation hingeht bei uns nach datenschutzrechtlichen Bedingungen. Das ist im Moment, muss man ganz fairerweise sagen, nicht einfach für unsere Mitarbeiter draußen, diese Opt-ins einzuholen, weil die Praxen natürlich andere Themen haben. Aber es gelingt Schritt für Schritt besser, und die Situation wird etwas lockerer. Aber wie gesagt, rechtliche Situation stellt hier ganz klar den Rahmen, und es ist ein standardisierter Prozess, der die Dokumentation auch digital sicherstellt. Kann ich da ganz kurz einhaken? Ja, bitte. Es könnte ja auch jemand anders, muss ja nicht der Außendienstler den Opt-in abholen. Also Sie könnten ja jetzt auch beispielsweise ein Doc-Check-Mailing machen, eine gute Aktion, irgendwas, tollen Content, und sich da alle Opt-ins für alle Kanäle abholen.
die kann ja dann der Außendienst wieder nutzen. Also ja, klar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Ich würde gerne Herrn Mindl auch noch kurz was dazu sagen lassen, weil ich glaube, dass Sie auch sehr, sehr langjährige Erfahrungen im Thema Opt-in haben, Doppel, Triple, was auch immer Opt-in wir alles schon gemacht und ausprobiert haben. Vielleicht eins noch, haben Sie jemals bei Pfizer incentiviert für das Opt-in im Außendienst, weil das kenne ich häufig, ne, dass das Opt-in sozusagen incentiviert wird beim Außendienst, dass er daran denkt und das macht und wenn ja, hat sich das verändert, weil das eigentlich ist ja jetzt klar, ich brauche das Opt-in, also incentivieren ist eigentlich vorbei, würde ich mal denken. Oder? Ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen. Natürlich braucht es am Anfang einen vernünftigen Prozess und die Dokumentation. Das war sogar noch hauptsächlich über Papier die ersten Jahre. Da war noch die Ablage in Ordnern sozusagen. Denn da natürlich ist alles im CRM-System. Es war am Anfang so, dass wir es in den qualitativen Zielen der Mitarbeiter mal hatten. Das war jetzt kein großer Incentive. Es war einfach daran, dass die daran denken sozusagen, dass das wichtig ist. Jetzt zahlt es sich aus, dass wir viele Opt-ins haben, weil wir über viele Jahre mühsam das gesammelt haben, jetzt daran zu kommen. Da stimme ich Herrn Ehrer zu, das ist im Moment eine ganz schwierige Situation an der Stelle. Das ist schwieriger, als wenn ich auf der Veranstaltung bin, mit Ärzten persönlich spreche und sage, pass mal auf, wenn wir die Einwilligung hätten, dann kann ich dir das und das in Zukunft zuschicken oder zuschicken lassen. Insofern ist das eine besondere Situation jetzt, wo man mit den Einwilligungen sicherlich anders umgehen muss, wenn das, als wenn ich das vor Covid sehe oder vielleicht auch eine gewisse Zeit nach Covid dann wieder sehe, weil vielleicht der Nutzen erkannt wurde von Ärzten, sagen, hätte ich meine Einwilligung gegeben, hätte ich da und da Zugang zu Webinaren oder wie auch immer bekommen. Also da wird sich sicherlich in der Zukunft zeigen, welche Wertigkeit da die Einwilligung denn auch für die Ärzte haben. Ich würde in diesem Blog gerne nochmal eben eine letzte Frage, weil sie immer wieder auftritt. Ich skizziere mal ein großes Pharmaunternehmen, mehrere Business Units, vielleicht sogar mehrere hundert verschiedene Produkte aufgeteilt in mehrere Außendienst-, Innendienstlinien und so weiter und so fort. Und ich möchte ein Opt-in für alles. Herr Schirmbacher, wie sieht's denn damit aus? Oder noch einschränken, das würde ich gerne dazu noch ergänzen. Ich habe vielleicht ein Opt-in für alle Kanäle, die ich heute kenne. Und morgen kommt ein neuer Kanal, keine Ahnung, WhatsApp für Ärzte, dazu, den ich zur Kommunikation gerne nutzen würde. Ist der dann mit eingeschlossen oder muss ich es dann erneuern? Wie sieht das aus? Jetzt hatte ich mich schon gefreut, eine klare, eindeutige Antwort geben zu können. Dann kommen Sie mit der zweiten Frage um die Ecke. Also die erste Frage, darf ich sozusagen unterschiedliche Kanäle in einem Opt-in abholen, ist aus rechtlicher Sicht klar mit Ja zu beantworten. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass man Telefon und E-Mail in einer Einwilligung abholen kann. Ist eine der sehr, sehr wenigen werbefreundlichen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, was das E-Mail-Marketing angeht. Ja. Da sind wir eigentlich großen Kummer gewöhnt. Dort ging es um eine Einwilligungserklärung der Telekom und die haben das genauso gemacht. Und da hat der BGH gesagt, das sei zulässig. Die zweite Frage, da kommt es sehr auf die Formulierung bei der Einwilligungserklärung an. Wenn ich eine Einwilligung in die Werbung per E-Mail eingeholt habe, dann ist davon ein Facebook-Chat oder eine Facebook-Nachricht oder eine WhatsApp-Nachricht oder eine Threema-Nachricht nicht erfasst, weil ich eben ausdrücklich auf E-Mail bezogen habe. Wenn ich aber formuliert habe, elektronische Post, dann mag das der Conversion Rate nicht gerade zuträglich sein, weil niemand weiß, was elektronische Post alles sein soll. Aber per Definition des Gesetzes ist dort neben der E-Mail eben auch alles erfasst, was irgendwie von einem Absender in einem Postfach eines Empfängers landet und dort zeitversetzt abgerufen werden kann, also auch die WhatsApp. Insofern kommt es dort sehr auf die einzelne Formulierung an, ob das Opt-in, was man irgendwann mal eingeholt hat, eben auch da greift. Umso wichtiger, das geht nochmal auf die Vorfrage zurück, dass man eben genau dokumentiert hat, nicht nur, dass man ein Opt-in hat für einen konkreten Kanal, sondern auch, wie das Opt-in seinerzeit ausgesehen hat. Dass man irgendwo jedenfalls nachvollziehen kann, was haben wir denn damals eigentlich gefragt. Aber generell ist es möglich, durch, jetzt würde ich fast sagen, kreative Gestaltung des Textes, auch zukünftig kommende Kanäle in der einen oder anderen Situation mit eingeschlossen zu haben. Absolut. Viele Einwilligungserklärungen, die ich sehe, beschränken sich viel zu sehr. Insbesondere dann übrigens auch noch ein kleiner Tipp, insbesondere indem man dann schreibt, Werbung für und dann kommt irgendwas besonders Blumiges, um es den Leuten möglichst leicht zu machen, diese Einwilligung zu erteilen. Und dann hat man anschließend Diskussion, ob jetzt aber unter
brisante Neuigkeiten und interessante Informationen. Auch die Nachricht, das neue Produktblatt fällt, was man dort übersendet. Insofern würde ich dort eigentlich immer klar Werbung schreiben und es dann dabei im Prinzip belassen und die Kanäle benennen. Fertig. Gut. So, dann haben wir den Block, glaube ich, relativ gut abgearbeitet. Vielen Dank für diese wirklich ausführlichen Hinweise. Habe ich auch wieder selber was dabei gelernt. Ich würde jetzt gerne nochmal die Regie um ein paar Fragen aus dem Publikum, die deutlich mehr geworden sind, zu nehmen, denn die, wie gesagt, Sie als Experte, so, eine provokante Frage von Walter Bischoff. Hallo Walter, herzlich willkommen bei uns hier. Schön, dass du da bist. Ja, ich lese es einfach nur vor. Don't shoot the messenger, wie es so schön heißt. Lernt der Praxisinhaber nicht gerade, dass er mit viel weniger klassischem Außendienst auskommt, als allen lieb sein kann? Puh, das teile ich mal Herrn Mintel kurz zu, der wahrscheinlich viel Erfahrung daran hat. Und dann würde ich Herrn Ehrert vielleicht auch noch bitten. Tom, du hast natürlich da auch eine Sicht drauf, glaube ich, ganz besonders, ne? Weil du ja manchmal auch sozusagen der Vermittler bist von Informationen. Herr Mintel. Ja, ich glaube, an der Stelle ist es zu früh schon zu sagen, ob der Praxisinhaber das gerade lernt. Zwangsläufig muss er mit weniger Kontakten auskommen. Und ob er diese Kontakte vermisst oder nicht, können wir jetzt nur mutmaßen. Es gibt ja erste Befragungen, die zeigen, ja, 20% der Ärzte finden das ganz gut, dass im Prinzip vieles jetzt digital läuft. Das heißt aber nicht, dass es die gleichen 20% sind, die vielleicht dann sagen, ich will das gar nicht mehr sehen. Persönlich glaube ich, es wird eine Veränderung geben, dass diese digitalen Kanäle gewertschätzt werden von den Ärzten im Sinne von, da bekomme ich die Informationen abrufbar jederzeit. Zeit und zwar dann, wenn ich sie brauche und ich kann sie auch konservieren, ich kann eine E-Mail auch ablegen oder einen Anhang einer E-Mail, aber dass die jetzt generell sagen, da lerne ich gerade, dass ich das gar nicht brauche, das wäre für mich zu früh, das jetzt schon zu schließen, bloß weil andere Kanäle im Moment in dieser Situation genutzt werden. Die Wertschätzung der digitalen Kanäle steigt aus meiner Sicht und vielleicht noch ein Punkt dazu, die Ärzte machen gerade Erfahrung mit Telemedizin, mit ihrem Patienten und der Kanal dieses Kanals auf die Kommunikation mit uns, glaube ich, wird sich vielleicht auch verfestigen im Sinne von, hey, ich konnte ja auch die Patienten ohne persönlichen Besuch ganz gut behandeln, ist mir auch keiner jetzt schlecht dabei weggekommen von meinem Behandlungserfolg. Warum soll ich nicht mit Pharma so interagieren? Und vielleicht sparen wir uns in Zukunft im Ausdienst den ein oder anderen Kilometer oder Stau, weil wir einfach diese zukünftigen Medien viel besser einsetzen können und viel zielgerichteter. Ja, unbedingt. Hey Ehrert, wollen Sie was dazu ergänzen? Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass ein Praxisinhaber, der bisher eh schon geplant hatte, die Zahl der Außendienstmitarbeiter, die seine Praxis besuchen, zu reduzieren, das vielleicht jetzt nutzt als Argument. So, aber das ist unabhängig von seiner eigenen Motivlage. Ich sehe es auch positiv wie der Herr Mintel. Er lernt jetzt eigentlich, es gibt noch was anderes. Ich kann auch bestimmte Informationen über einen anderen Weg schneller, vielleicht effizienter kriegen. Und das sehe ich positiv. Das wird eher noch die Kontakte, die schon bestehen, mehr stimulieren und wir werden eine andere Qualität kriegen. Also wenn sein Motiv war, bisher Außendienste zu blocken, dann wird er das weitermachen und das als Thema nutzen. Und er lernt jetzt gerade dazu. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Und irgendwann werden wir Freude dran haben, das auch so zu machen. Nicht alles wird durch digitale Kanäle ersetzt werden, aber bestimmte Themen werden wir eben über diesen Weg lösen und die ökologische Komponente, ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen, ist eine durchaus relevante. Ist das wirklich notwendig, dann für kleinere Themen 200 Kilometer zu fahren? Das muss man sich überlegen. Ist ja auch Arbeitszeit, das ist ökologische Belastung, das ist auch Lebenszeit am Ende des Tages für die Mitarbeiter. Also ich sehe es gerade auch bei meiner Frau, die sind gerade in der Praxis auch am Umlernen. Das erste Mal mit Patienten, digitale Kommunikation, Patient sitzt am anderen Ende der Videokamera. Gerade geht es bei jüngeren Diabetespatienten, Diabetes 1 und so geht es sehr gut. Und das wird von Tag zu Tag, also ich habe, ohne dass meine Frau jetzt ein Training bekommen hat, festgestellt, die Kommunikation, was ich so jetzt durch das Wohnzimmer manchmal durchsehe, die Kommunikation wird immer besser und die verständigen sich sehr gut über diese Kanäle. Also der Arzt und wir lernen, glaube ich, und es wird uns allen am Ende des Tages auch der Umwelt nutzen.
Ja, das ist ja ein deutliches Signal, auch schön, Herr Mintel, dass Sie das Thema kurz mit angebracht haben. Telemedizin, das ist dann vielleicht auch was, wo ich dann auch Tom gleich nochmal mit reinnehmen kann, wo Ärzte sich ja bis jetzt noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sieht eigentlich so eine telemedizinische Betreuung von mir aus, und jetzt werden sie einfach gefordert, ne? Punkt, das muss jetzt gemacht werden, so zack. Glaube aber, schön auch, Herr Ehrer, das ist was ich auch sehen würde. Ob man weiterhin die Frequenzen, die man sich heute vorstellt, am Tag X Besuche, im Jahr Y Besuche für den Außendienst bei einer Zielgruppe X so aufrechterhalten kann, das wird sich deutlich zeigen. Da bin ich auch ganz sicher, dass sich das verändert. So, und dann würde ich gerne bei dem Thema Telemedizin und Betreuung, Tom, du hast eine Community, die musst du immer am Leben halten, ne? Und die ist immer betreuungsintensiv, weil sie sowas ist wie eine große Familie vielleicht, wenn es gut funktioniert. Wie siehst du diese Einflüsse? Also nochmal kurz auf die Frage von Walter Bischof. Ich würde die ganz klar mit Ja beantworten. Der Praxisinhaber lernt gerade, dass er, also dadurch, dass er ohne auskommen muss, ohne Außendienstbesuch, und sich neue Quellen suchen muss, für wenn er Informationen haben will, lernt er, dass es eben auch ohne geht, wenn er diese Informationen findet. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man da präsent ist, da wo er jetzt Informationen sucht. Ansonsten wird man eben da nicht mehr gehört. Was aber auch bedeuten kann, dass, wie die beiden Herren gesagt haben, eine neue Qualität da reinkommt. Ne? Also neue Qualität. Auch andere Thematiken, vielleicht eine intensivere oder längere Betreuung. Also weil heute sind ja Gespräche teilweise auch kurz. Klar. Und auf deine Frage zu Telemedizin, oder war das jetzt konkret auf Telemedizin bezogen? Nee, also ich wollte schon sehr gerne, also du hast natürlich, kannst sagen, also es ist möglich, dass die Außendienstbesuche abnehmen, weil ja die Zahl der Besuche bei Isanum und die Verweildauer deutlich nach oben geht oder bei ähnlichen Communities wie eure sind. So, ob du das auch spürst, ob du das merkst, hast du längere Verweildauer und so weiter. Das Italien-Beispiel war sehr schön. Also das spüren wir eigentlich querbeet, durch auch international, durch alle Plattformen in Europa hinweg, dass eben mehr Zeit dort verbracht wird, und sie suchen sich eben diese Informationen. Und das sind nicht nur die nicht kommerziellen Seiten, sondern genauso die Produktseiten und die Infocenter-Seiten und alles, was eben dort geschaltet ist, weil der Arzt hat eben aktuell nicht mehr diese Informationen über den Außendienst. So, und er hat eben deutlich mehr Zeit. Wir merken es auch bei den Klinikern, dadurch, dass eben da einige sind sogar in Kurzarbeit, andere sitzen da und haben wirklich gar nichts zu tun. Da wird deutlich mehr Zeit auf einmal im Internet verdattelt, würde ich fast sagen, als vorher. Okay. Das heißt, du würdest die Frage unbedingt mit Ja beantworten. Ich würde noch eine Frage reinnehmen, Herr Schirmacher, ich glaube, es ist nicht ganz so Ihr Thema, ne? Deswegen nehme ich Sie da jetzt mal kurz eben nicht rein. Ne? Und wollte auch noch ganz kurz Ihnen mitgeben, Herr Schirmacher, als wir eben darüber gesprochen haben, haben wir Sie deutlich nach oben gezogen und das Bild füllend mit Ihnen gemacht. Also es ist hier keine Reihenfolge irgendwie, es ergibt sich nur rein zufällig aus dem Bildschirm, so glaube ich. Haben wir noch eine Frage? Okay, so jetzt geht's los. Budum, budum, budum. Oh, ja, also der ein oder andere weiß es ja, ich selber komme ja aus dem Bereich der Arztsoftware, den ich 2012 verlassen habe. Insofern weiß ich, was das Thema Kommunikations- und technische Infrastruktur bei niedergelassenen Ärzten bedeutet. Wenn wir also eine Kommunikationsstruktur haben, die da bedeutet Fax und was stand da noch? Stand da Teletext? Sekretariat. Teletext nicht mehr. Was stand da noch? Fax und was war die Frage noch? Entschuldigung, nochmal bitte kurz, damit ich nichts Falsches sage jetzt. Wie gehen Sie mit den Ärzten um, die als maximale Kommunikationsinfrastruktur Fax, Telefon und oder Sekretariat aufweisen? Da geht die Frage nochmal jetzt an die beiden Herren aus der pharmazeutischen Industrie, diesmal vielleicht der Ära zuerst. So, jetzt. Ich kann Sie denken hören. Da wird es natürlich schwierig, per E-Mail oder per Webchat irgendwas zu machen. Das ist ganz klar. Ich glaube, da sollte man sich dann darauf verlassen, dass nach der Corona-Zeit die alten Kanäle wieder aktiviert werden. Und es macht, glaube ich, wenig Sinn, jetzt einen Arzt dann auf E-Mail oder so umzustellen. Also ich glaube, da steht nach wie vor das im Vordergrund, akzeptiere das, wie der Arzt angesprochen werden möchte. Ich würde jetzt da, glaube ich, nicht weitergehen. Okay, gut. Herr Mittel, wollen Sie denn was ergänzen?
Wie viele Faxe schicken Sie so am Tag? Ach so, keine interne. Ja. Nee, genau. ich persönlich hatte auch damals, als wir das Ganze aufgelöst haben, gedacht, Fax stirbt irgendwann aus, aber man wird eines Besseren belehrt. Es gibt, das ist unglaublich. Aber nein, ich habe auch schon von Mitarbeitern gehört, die haben dem Arzt tatsächlich einen Brief geschrieben an der Stelle, genau für solche Fälle. Also das sollte, ich denke mal, ist die Ausnahme, aber ist natürlich schwierig, wenn wir über digitale Kommunikation sprechen und keiner dieser Kanäle ist da, dann ist es halt so. Da kann man jetzt auch nicht erzwingen und dem jetzt sagen, du musst aber eine E-Mail-Adresse haben. Ich zeige dir mal, wie du dir bei Gmail einen Account anlegst. Also da hört dann natürlich der ganze Spaß dann auf. Ja. Man kann aber dennoch versuchen, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade 20.000 Faxe geschickt, weil wir eben so gute Inhalte hatten, dass wir gesagt haben, okay, das Abmahnrisiko ist relativ gering. Also ich will das jetzt keinem nahelegen, das zu versuchen, aber wir wurden jetzt nicht abgemahnt und haben eben auch viele jetzt digitale Opt-ins dadurch gewonnen. Das heißt, die E-Mail-Adresse hat meistens jeder. Und auch wenn er jetzt erstmal sagt, nur per Fax erreichbar ist, primär kann man diesen Kanal nutzen, um ihn rüber zu retten auf einen digitalen Kanal, den man dann länger nutzen kann. Das funktioniert durchaus. Bitte, Entschuldigung, Herr Erwart. Also ich kann bestätigen, dass mit dem Fax ist tatsächlich noch ein durchaus lebender Kanal zu den Ärzten. Und wenn der eine E-Mail-Adresse hat, kann es funktionieren, aber Fax per se wird immer noch gerne in Anführungszeichen akzeptiert. Herr Schirmbacher, jetzt haben Sie sich schon entmutet. Ich hätte auch total die Frage an Sie. Also vielen Dank auch, Tom, für den Einwurf, dass es eben doch funktioniert, Dinge von einem Kanal zum anderen zu switchen in solchen Zeiten. Herr Schirmbacher, jetzt haben wir das Thema Telematik, Infrastruktur etc., alles, was so kommt. Und Ärzte faxen immer noch. Gruselt es Ihnen da nicht? Kriegen Sie da nicht Gänsehaut? Jetzt habe ich akustisch gerade die Frage nicht verstanden. Werden Sie sie nochmal formulieren, vielleicht noch einsetzen? Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen. Sorry, sagen Sie, Herr Höfers. Ja, ob Sie nicht Gänsehaut dabei bekommen, wenn Sie hören, dass Ärzte immer noch viel faxen und zwar alles Mögliche, nicht nur in der Pharmazeutische Industrie, sondern auch Arztpraxis zu Arztpraxis, Labor zu Arztpraxis, Apotheke zu Arztpraxis und hin und her. Es wird gefaxt, was das Zeug hält. Hatte man ja ein bisschen die Hoffnung, dass im Zuge der DSGVO das aufhört. Da gab es auch mal so eine Initiative gegen das Fax in der deutschen Arztpraxis, glaube ich. Also es gibt alles Mögliche. Aber kriegen Sie da Bauchschmerzen? Absolut. Wobei ich natürlich einräumen muss, dass ich aus einer Branche komme, die auch dem Fax offen gegenübersteht. Jetzt werden unter den Zuhörern und Zuhörern nicht viele sein, die sich mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach auskennen, das BEA. Ein Milliarden- oder Millionengrab, was sich die Anwaltschaft dort leistet, versucht die Zustellung von Anwalt zu Anwalt und von Zustellung zu Gerichten über E-Mail zu gewährleisten. Also jeder Anwalt hat so eine Karte bekommen, ist gar nicht ganz billig pro Anwalt, nur es funktioniert halt nicht. Was macht man also, wenn dieses BEA wieder ausfällt oder wenn man nicht mehr so ganz genau weiß, wie es funktioniert? Man schickt halt einen Fax ans Gericht. Allerdings ist es bei uns hier schon seit mindestens 4 oder 5 Jahren so, dass Faxe ja in unseren E-Mail-Postfächern ankommen. Insofern das ja auf der Endseite gar nicht mehr so sein muss. Warum ich aber noch viel mehr als IT-Sicherheits- oder aus Datenschutzgründen Gänsehaut bekomme, ist ja, wenn ich mir vorstelle, dass so viel gefaxt wird, ist der, was sind das für Leute? Also die haben ja alle irgendwie ein Smartphone, und wenn ich mit meinen Schwiegereltern schaffe, eine Zoom-Konferenz am Sonntagnachmittag zu organisieren, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Arzt, der ja nun etwas kompliziertere Dinge zu entscheiden hat, nicht in der Lage oder willens ist, sich sozusagen der neuen Technik zu nähern. Aber klar, das ist wahrscheinlich der Pharmareferent nicht der geborene Aufklärer und der da hinterher sein muss. Ne? Aber es ist jetzt eine gute Gelegenheit, den auf digitale Kanäle zu retten, eben weil er abends eine Zoom-Konferenz hat. Wir haben das auch gemerkt, wir haben Fragen eingesammelt aus dem Publikum per Link, wo man eben per Webcam das einreichen kann. Das hätte vor 2 Jahren noch keiner gemacht. Und mittlerweile ist der Umgang damit gelernt, eben aus dem privaten Umfeld. Das ist ja auch das, was Herr Herath vorhin meinte, dass im Kundengespräch Video noch nicht so angekommen ist, aber im privaten schon. Ich glaube, das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis das in den Kundengesprächen eben auch ankommt und rüberschwappt.
Wir haben es ja jetzt schon in den Schulen. Ja, mein Sohn, Riesendiskussion hier. Wir haben so einen Podcast aufgenommen letztens, wo wir uns auch genau damit beschäftigt haben, mit Homeschooling und Videoeinsatz. Die Berliner Senatsverwaltung sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was man dort den Lehrern und Lehrerinnen an die Hand gibt, wie es jetzt mit den Videokonferenzen sein soll. Aber die Nutzung von solchen Systemen ist ja in den letzten 4, 5, 6 Wochen explodiert, und es kann ja auch an einem praktizierenden Arzt nicht vorbeigehen, der da sicherlich das eine oder andere auch positiv dem abgewinnen wird. Also ich kann aus meiner Erfahrung, ich habe fast 20 Jahre im Bereich der Arztsoftware zugebracht, sagen, dass alles, was eine gewisse strukturelle Veränderung in der Organisation einer Praxis bedeutet, ist erstmal schwierig. Ja, ich meine, die Telematik hat sich auch fast so schwer getan wie der Berliner Flughafen, ja, also und fast genauso lange gebraucht. Insofern sieht man ja, dass das eben ein Problem ist, wenn man organisatorisch oder strukturell in die Arztpraxis eingreifen will, und das Fax gehört irgendwie immer noch dazu. Aber Tom, schöner Hinweis nochmal, vielleicht für alle da draußen, die Initiative, retten Sie Ihre Faxnummern auf E-Mail-Adressen und hoffen Sie, dass sie genauso belastbar sind dann wie die Fax-Versendung. Ja, ich hätte gern noch eine Frage aus dem Publikum, die ich gestern bekommen habe. Deswegen muss ich hier mal eben kurz ein bisschen improvisieren. Und zwar hat eine Dame, hier, das muss ich jetzt mal eben hier wegmachen, so, gestern eine Sprachnachricht geschickt in der Hoffnung, dass sie heute diese Sprachnachricht gesendet bekommen. Die habe ich hier auf dem Handy. Da, wo ist mein Handy? Da sehen Sie mein Handy kurz. Damit sehen Sie aber nicht, wer es war. Es ist eine Frau Thoma, und ich würde gern kurz diese Nachricht einspielen, und dann um die Beantwortung, da würde ich dann jemandem das zuteilen. Hallo Herr Höfers, vielen Dank für die Rückfrage. Was ich konkret meine ist, ich höre so durch die Branche hinweg, dass es immer wieder Bereiche gibt, die dem Außendienst exklusiven Content geben. Also da ist eine Webinareinladung, eine Studienzusammenfassung, und es sind wirklich Inhalte, die nur der Außendienst zur Besprechung bekommt. Die werden nicht auf die Webseite integriert in den Fachkreis, so dass der Arzt nach Login auf der Webseite auch an diese Inhalte kommt. Und ich stelle mir Ups, jetzt ist es weg. Warum? Das liegt an meinem Telefon. Entschuldigung. Wirklich die Frage, wann macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, ich arbeite im digitalen Marketing. Ich habe da vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel drauf. Aber nachdem der Außendienst ja jetzt eine rapide Digitalisierung durchlebt oder durchleben wird, frage ich mich, wie geht man zukünftig mit so einer Exklusivität um, und ist es überhaupt das, was der Kunde will? Ja, also ich würde die Frage mal so zusammenfassen. Macht es im Zuge dessen, dass sowohl alle Vertreter hier gesagt haben, wir fragen jetzt mal den Kunden, was er eigentlich möchte, noch Sinn? Weiterhin kann ich natürlich nur das hier in den Beispielen sehen, die wir hier vertreten haben, weiterhin außendienstexklusiven Content für seinen speziellen und besonderen Zugang zu gewähren? Oder ist es im Sinne einer Orchestrierung aller Kanäle inklusive Digitalisierung wichtig, überall, sagen wir mal 24/7, das ist hier auch unsere Denke in unserem Unternehmen, den gleichen Inhalt mit gleicher Qualität zur Verfügung zu stellen? Herr Mintel. Fangen wir mit Ihnen an. Ja, interessante Frage. Genau, ich glaube, das muss man differenziert betrachten. An der Stelle macht sicherlich für viele Informationen keinen Sinn, die exklusiv beim Außendienst zu haben, denn ich denke, auch die Kunden, die der Außendienst nicht besucht haben, vielleicht Interesse an der Information, ist das eine, oder wo gerade kein Zugang besteht, sei es aus zeitlichen Gründen oder aus anderen Limitationen, das ist eine. Es gibt aber sicherlich auch Content, der vielleicht für den Außendienst genau gemacht ist, wo ich den zielgerichtet an einzelne Kunden geben will und gar nicht möchte, dass jeder, der vielleicht, wenn ich eine Veranstaltungsnachbereitung digital habe, dann sage ich mir, da muss ich vielleicht bei der Veranstaltung dabei gewesen sein, um diesen Content auch einordnen zu können. Oder ich habe eine Webinareinladung für eine ganz bestimmte Gruppe und ich möchte meinetwegen die 50 Plätze handverlesen machen. Dann ist es gut, ich nehme da den Außendienst. Also so kann man das, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Aber generell ist es so, dass wenn ich fachlichen Content habe, natürlich der Kunde entscheidet, ist das mein Content oder nicht. Und wer dann 2, 3 Minuten auf der Website sich das anschaut, der hat was davon, und wahrscheinlich hat dann die Firma auch was davon, weil sonst hätte er das nicht gemacht und sich dort diese Sache angeschaut. Also insofern generell mein Content nur für gewisse Außendienstkanäle ist vielleicht überdenkenswert, und da ändert sich sicherlich auch in der nächsten Zeit das Mindset generell. Okay. Herr Erath, wollen Sie da was ergänzen? Wie sehen Sie das? Ich,
Ich halte es generell für schwierig, fachlich-medizinischen Inhalt jetzt vom Content her einfach spezifisch nur irgendwelchen Kanälen zuzuteilen. Ich glaube, der sollte auf allen Kanälen zur Verfügung stehen. Da sehe ich die Kommunikation, also wie bringe ich diese Information rüber, eher noch im Vordergrund. Das kann spezifisch auf den Außendienst angepasst sein, weil er natürlich mit dem Wissen um den Arzt die Information anders aufbereiten kann, wie zum Beispiel eine nicht spezifizierte Webseite. Also da, ich glaube, Content, der wissenschaftlich-medizinisch ist, sollte allen zur Verfügung stehen, über allen Kanälen, nicht außendienstspezifisch. Es gibt in der Tat dann das, was der Herr Mindl schon gesagt hat, eben regionale Außendienst, Mitarbeiter, firmenspezifische Themen, da ist es dann sehr wohl wichtig, dass das auf den Außendienst dann zugeschnitten ist. Also da muss man sehr differenziert vorgehen. Okay. Der exklusive Content sollte mindestens genutzt werden, um sich ein allgemeingültiges Opt-in zum elektronischen Postfach abzuholen. Und dann ist ja eigentlich alles gut. Wenn er dafür funktioniert hat, dann hat er seinen Dienst getan. Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen, das ist ja immer so ein bisschen, also das kommt ja aus der Zeit heraus, wo man gesagt hat, Außendienst, wertvollster Kanal, wertvollste Beziehung ist das Face-to-Face, also dort auch wertvollster Content. Und das diskutieren wir auch wirklich häufig mit unseren Kunden, die Situation, dass man eben jedem Kanal einen gewissen Wert beimessen soll und nicht eben in Massen-E-Mails abdriftet etc., sondern jeder Kanal sollte einen gewissen Wert darstellen und werthaltig sein, und dazu braucht er dann eben auch werthaltigen Content. Und ich glaube sowieso, das ist auch das, was wir jetzt ja erleben, dass wir uns alle so ein bisschen zu so einem 24/7-Unternehmen entwickeln, wo Content und Zugang jederzeit möglich sein muss, weil es eben dann abends die Zoom-Konferenz ist, weil es dies, das und jenes ist. Und es gibt ja bestimmte Dinge, die sich jetzt in der Digitalisierung nach vorne bewegen, die wir auch gar nicht zurückdrehen wollen, weil sie gut sind für uns in der Kommunikation und in der Geschwindigkeit, miteinander umzugehen. Dazu würde ich gerne dann die letzte kurze Publikumsfrage nehmen. Also erstmal super, dass alle bis hierhin durchgehalten haben. Da bin ich total stolz. Und zwar, Einschätzung von jedem. Das finde ich auch, kann Herr Schirmbacher auch einschätzen, weil das natürlich die Frage angeht, habe ich die rechtlichen Möglichkeiten etc. oder wird dann noch mehr drauf geschaut in Zukunft, wenn es nicht mehr nur den, wir haben das gerade, Vertreterbesuch nach HGB oder irgendwie sowas war es, glaube ich, jetzt nur mein Punkt, irgendwie Vertreterbesuch nach irgendwas, egal. Werden die Omnichannel-Aktivitäten zurückgehen, sobald der Außendienst wieder rausfährt? So. In meiner Reihenfolge der Einschätzung. Jetzt fange ich mal mit Tom Renneberg an, um mal eine ganz andere Perspektive kurz da reinzubringen. Wie schätzt du das ein? Ich denke, klar, ein bisschen sicherlich, aber wir haben das Niveau um einiges gehoben und es bleibt dann auch angehoben. Aber ein Stück weit wird es sicherlich wieder zurückgehen. Ist es aber nicht dann auch an den digitalen Möglichkeiten, das Niveau hochzuhalten? Na, absolut, genau. Und da wird ja gerade kräftig aufgebaut. Es kommen ja gerade ganz viele in die digitale Welt und präsentieren da ihren Content, den sie vorher eben nur in der analogen Welt dort gezeigt haben. Und da steigt das Niveau, ganz klar. Okay. Herr Erath. Also ich glaube, dass die hyperaktive Spitze, die wir jetzt im Moment erleben, die wird irgendwann wieder abgetragen werden auf ein Normalniveau und die Qualität wird sinken, aber generell werden die Kanäle zunehmen. Ja, aber das, was wir, diese obersten Prozente, die werden wir abtragen und durch Qualität ersetzen. Die Qualität wird abnehmen, da habe ich jetzt kurz gezuckt. Zunehmen. Ach, zunehmen, okay, dann ist das ein akustischer Übermittlungsfehler, ja. Da hatte ich mich jetzt so ein bisschen, da kriegte ich Gänsehaut kurz. Die hyperaktive Spitze, okay. Was wir jetzt gerade erleben, die wird abnehmen, ja, das wird auf Normalmaß gehen und die Qualität, die wird dramatisch zunehmen, weil auch auf die Erwartungen des Gegenüber, des Partners, des Gesprächspartners steigen wird. Wir lernen ja im Moment alle dadurch. Ja, und eben mit Geschwindigkeit und Nachdruck. Herr Schirmbacher, was sagen Sie dazu? Glauben Sie, dass Sie haben vorhin auch mal das UWG erwähnt etc., dass sozusagen der Kampf um die Kanäle entbrennt und er sie damit wieder schmälert? In Ihrer rechtlichen Bedeutung? Also ich glaube, genau, also die Frage erstmal, wird es zurückgehen? Sicherlich, wenn der Außendienst wieder rausgeht, dann kann es sein, dass die Omnichannel-Aktivitäten ein bisschen zurückgefahren werden, weil es einfach irgendwo begrenzte Kapazitäten gibt. Aber in welchem Umfang wird ganz stark davon abhängen, wie die
Angesprochenen, nämlich die Ärzte und Ärztinnen, die diese Aktivitäten wahrnehmen. Ja, und je mehr Leute man in andere Kanäle hineinzieht und auf möglicherweise effektivere Maßnahmen einschwören kann, umso mehr wird dieser Kanalmix bleiben. Ich glaube, das Rechtliche, ich glaube, das habe ich jetzt hoffentlich ein bisschen deutlich gemacht, ist natürlich ein Thema, ja, Opt-ins einholen, wo man kann, auch Telefongespräche übrigens nutzen, um Opt-ins einzuholen, wenn man das einmal vernünftig aufgesetzt hat und den Leuten, die dort telefonieren, die Möglichkeit gibt, es irgendwo sinnvoll und schnell einzutragen, warum nicht nutzen, ja, dann hat man jedenfalls die Möglichkeit, das in Zukunft auch zu machen und möglicherweise hat man jetzt eben auch gerade eine Chance, qualifizierte Opt-ins einzuholen, weil die Leute einem Anruf jetzt aufgeschlossener gegenüberstehen, als wenn alles wann auch immer wieder vorbei ist. Ne? Insofern, die Rechtslage ja, ist natürlich wichtig, aber sie sollte niemanden abhalten, ja, so einen Omnichannel-Ansatz zu fahren. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Okay. Herr Menzel, wie ist Ihre Meinung zu der Frage? Ich glaube auch, es wird tendenziell leicht zurückgehen. Ich glaube aber, sowohl Ärzte als auch die Außendienstmitarbeiter in den Firmen erkennen den Mehrwert dieser digitalen Kanäle in der Kommunikation. Und ein Großteil wird das weiterhin nutzen. Also insofern sowohl Opt-ins einführen als auch selber über Videocalls oder E-Mails Inhalte weiterzugeben, weil es einfach schneller ist. Ich glaube, braucht nicht 6 Wochen bis zum nächsten Besuch, sondern ich kann viel besser Dinge auch nachbereiten, Fragen beantworten, die vielleicht offen geblieben sind im Gespräch. Also insofern kommen wir hoffentlich auf ein gutes Level, was die digitalen Kanäle angeht, als Begleitung zu den Außendienstbesuchen, wie auch immer sie dann aussehen in der Situation. Prima. Ich habe jetzt eine spontane Frage an Sie alle. Wir haben noch eine Menge Fragen, aber unsere Zeit läuft uns ein bisschen aus dem Ruder. Deswegen wäre meine Frage, ob Sie sich bereit erklären würden, sozusagen eine Teil 2, wie hieß das früher bei Zurück in die Zukunft, to be continued, kam immer zum Schluss. Da wusste man, man musste nochmal ins Kino. Ob wir uns nochmal in der Runde treffen wollen. Ich fände das eigentlich ganz schön, um zu gucken, wir haben jetzt viele Fragen gesammelt, um die nochmal nachzuarbeiten. Da haben wir vielleicht so in 2-3 Wochen, wenn das irgendwie möglich wäre. Und vielleicht können wir es dann auch auf eine Stunde maximal begrenzen und hauptsächlich mit Fragen arbeiten, die wir jetzt haben. Die würde ich dann ein bisschen zur Verfügung stellen und in verschiedene Cluster einbauen. Ist das möglich? Ich gucke mal eben, ob alle nicken. Ja. Oh, das ist klar. Knock your head. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, das hat mir total viel Spaß gemacht hier heute. Ich freue mich, dass sozusagen natürlich, ich könnte mich jetzt ja auch hinschauen und sagen, ja, erzählen wir ja seit 7 Jahren, dass es wichtig ist, andere Kanäle mit hoher Wertigkeit aufzubauen, um für solch einen Fall der Zugangsbeschränkung gewappnet zu sein. Jetzt hat es uns alle ein bisschen überrollt. Wie gesagt, meine Formulierung, die Zugangsbeschränkung durch Ausgangsbeschränkung hätte sich sicherlich keiner so gewünscht. Ich selber bin jetzt auch seit 6 Wochen im Homeoffice. Wir haben knapp 170 Mitarbeiter hier im Homeoffice, was für uns anspruchsvoll ist, unbedingt. Wenn ich jetzt noch die Initiative von unserem Arbeitsminister sehe, dass wir alle ein Anrecht auf Homeoffice haben, dann stelle ich mir die Frage, jetzt gucke ich mal ganz kurz Herrn Schirmbacher an, ist das Ende der zertifizierten Umgebung? Ja. Good News für uns auf jeden Fall. Ja, gut für Sie, weil das nämlich dann die Beurteilungsfrage ist, wann brauche ich noch eine zertifizierte Umgebung und wann nicht, für die wir uns alle ja sehr viel Mühe gegeben haben, Daten zu schützen und in zertifizierte Umgebung zu bringen. Heute ist es alles egal, machen Sie es doch mit dem Handy von zu Hause aus, ist doch kein Thema. Es ist wahnsinnig viel Bewegung, Sie haben das alle wirklich toll gemacht. Ich bedanke mich sehr bei den Referenten, wenn Sie wollen, würde ich jedem noch einen Schlusssatz gönnen, den er gern der Zuschauergemeinde da draußen mitgeben möchte. Ich würde mal bei Tom anfangen jetzt, weil es einfach... Ja, also ich sage, es ist eine Riesenchance, das, was gerade passiert. Alle, die sich immer gesträubt haben, was im Internet zu machen, müssen jetzt. Insofern nutzen wir sie gut. Schön. Herr Erhard. Bei allem, was wir an... negativen im Moment erleben, ja, auch im privaten Umfeld, glaube ich, dass es eine Riesendynamik jetzt reinbringt, die sowohl die Kommunikation mit unseren Kunden als auch die Familienkommunikation bereichern wird. Ja, ja. Herr Schirmbacher.
Ja, ich habe meinen Schlusssatz schon in der letzten Frage angebracht. Ja, Rechtslage ist wichtig, Rechtslage ist ein Thema, aber lassen Sie sich von Ihrem Datenschutzbeauftragten nicht ins Boxhorn jagen, wenn er sagt, wir können jetzt hier alles nichts machen, weil sonst kriegen wir hier Millionen Bußgelder. Das wird ziemlich sicher nicht passieren. Okay. Herr Mintel, nach Karlsruhe, die Sonne scheint noch. Ja, so schrecklich diese Pandemie ist, ich neige dazu, mal auch was Positives darin zu sehen. Und ich glaube, am Ende werden wir gestärkt daraus hervorgehen, sowohl die Einzelnen mit den Erfahrungen, als natürlich auch an sich die digitale Gesellschaft, um es mal so zu sagen. Also die Themen, sei es beim Schooling, wo wir sehr viel digital nachzubereiten haben, was ich bei meinen Kindern auch sehe, die damit sowohl genauso schwer tun wie die Lehrer manchmal oder die Lehrer eher schwerer als die Kinder. Aber natürlich auch in dem ganzen Healthcare Communication, dass wir sehen, dort bekommen wir mit digitalen Kanälen doch etwas rüber und das Gemeinsame wird dann wahrscheinlich besser als das, was wir vorher hatten. Aber es wird eine Zeit lang dauern. Ja, also vielen Dank erstmal an meine Referenten. Ich möchte jetzt nicht versäumen zum Schluss. Also danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie so intensiv die Fragen beantwortet haben und sich sozusagen auch vielleicht auf das ein oder andere bisschen Glatteis gewagt haben, wo man noch keine klaren Aussagen hat, weil eben es wahnsinnig viel Bewegung im Markt ist. Ich möchte das hier nicht schließen, ohne meine beiden Kollegen Aljona Krivonos und Johannes Linker zu erwähnen, die wirklich in 8 Tagen und harter Arbeit diese Talkshow aus dem Boden gestampft haben. Vielen lieben Dank an euch beide. Das habt ihr großartig gemacht. Ein virtueller Applaus für alle. Ihr hört die, also machen wir nächstes Mal machen wir Klatscher und also Lacher sprühe ein. Also wirklich an euch beide super gemacht. Vielen lieben Dank für eure Mühe. An alle da draußen, wir kommen wieder. Keine Frage, InTouch Insight ist keine Eintagsfliege. Wir kommen wieder. Wir sind wieder für Sie da. Ich freue mich drauf und dann werde ich mit den Referenten nochmal in einer Stunde knapp die jetzigen Fragen, die Sie vielleicht auch im Nachgang noch schicken möchten, die mit denen Sie morgen früh aufwachen, schreiben Sie uns gerne an die InTouch und wir werden das mit den Referenten beim nächsten Mal besprechen. Vielen herzlichen Dank und mein Lieblingssatz in der derzeitigen Zeit, bleiben Sie gesund. Auf bald. Danke, tschüss.